sind mit Colin, Sandro und Emre hier und reagieren auf den Icon 5 Jahresrückblick. Und wir haben euch ganz viel zu erzählen und wir werden auf sehr viele Dinge eingehen, die ihr da draußen wahrscheinlich noch nicht wisst, nicht mitbekommen habt. Und ich glaube, hier werden ganz viele Momente sein, wo ihr euch fragen werdet, what the fuck, was ist da passiert und was erzählen die uns da gerade? Also filmreif, sag ich mal so. Wichtig bleibt zu erwähnen, wir wissen nicht, was drin ist. Ihr wisst das auch nicht? Nee, wir durften nicht gucken, haben die Cutter gesagt. Die zwei Cutter haben uns gesagt, wenn ihr da reinguckt, sind wir sauer auf euch. Wow. So, okay. Die haben was vorbereitet, ganz alleine für den ersten. Yeah. Heute reagieren wir drauf und die ganzen Leute sehen jetzt erst unsere Reaktion auf den Inhalt. Ich hoffe, die haben nichts Falsches gemacht, die Cutter. Ich freue mich. Also das Ding ist, ich habe auch Sandro, wie heißt der Sandro? Ja, ich habe aus Versehen den Dropbox-Ordner von dir an Ivo weitergeschickt. So mit den Fußbildern von dir. Das war doch für dich. Oh, kannst du nicht ändern? Ich hab die Aussage weitergeleitet. Bruder, und jetzt ist das vielleicht hier drin? Ich hoffe nicht. Haha, er hat mich zurückgef***t. Oh, Leon, oh, ich Bruder! 1-0 wieder für Colin. Egal, ich komm wieder zurück. Ich komm wieder zurück. Let's go. Nein, hab ich schon. Nicht, Bruder. So, Chat hört alles. Wir reagieren heute auf Icon 3 Finale. Ich freue mich sehr darauf zu reagieren, Freunde. Wow. So hat alles angefangen. Ich bin sehr gespannt. Wow. Ich habe noch nichts davon gehört, muss ich ehrlicherweise sagen. Keine Ahnung, was das ist. Soll sich um eine Art von Rap dein Haarschnitt. Arturo Vidal. Einfach Arturo Vidal damals. Inter Mailand und so. Echt, Alter, ja. Arturo Vidal. Ah, da guck mal, da hatte der schon die Gesichtsausdrücke. Ja! Die Blicke waren hier aufgesetzt. Hast du schon angefangen, Bruder? Die Blicke waren von Anfang an, Bruder. Ey, aber BZ, Emre, wieso machst du nicht mehr so Gesichter? Wie? Boah, dieser Gesichtsausdruck ist auch also pervers. Also diesen Gesichtsausdruck machst du, hab ich lange nicht bei dir gesehen, Alter. So? Ja, ich bin der lächelt, Bruder. Doch, das kam sehr oft. Doch, ja, aber so hat der echt oft geguckt. Ja, so, Bruder, so auf jeden Fall, Bruder. Ja. Auch jetzt bei der Staffel. Ja, safe. Krass, aber. Boah. Auch kranker Aufruf. Komm again. Und ihr seht es am Titel Folge 4 mit BZ bei 3000 Likes. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, in der Jury teilnehmen zu dürfen, gemeinsam mit Emre. Euer BZ und Emre hier bei Icon 4. Ich hoffe, wir waren fair genug in der Jury. Wir sind hier schon viel zu weit. Wir sind hier jetzt schon an der Stelle, wo ihr im Studio saßt. Mhm. Ja, da können wir das jetzt doch perfekt erwähnen. Ich hatte ja eben gesagt, wir quatschen noch ein bisschen darüber, wie es dazu kam. Ja. Jetzt ist mir sehr interessant von eurer Seite aus zu wissen, bevor ihr uns das erste Mal persönlich kennengelernt habt, was habt ihr über uns gedacht? Und so, was waren eure Gedanken, eure ersten so, als ihr das erste Mal dieses Format gesehen habt? Fang du an. Also guck mal, als ich das Format das erste Mal gesehen habe und wir darauf reagiert haben, hat uns das direkt geflasht, weil sowas haben wir halt noch nie gesehen auf YouTube, weil und es handelt sich um Rap und wir haben ja immer auf Rap reagiert. Das war einfach geil und die Leute haben es voll gefeiert, weißt du, und das macht einen dann einfach noch glücklicher, diese Bestätigung bekommen, dass wir Spaß haben und auch die Community und wir haben dann immer mehr drauf reagiert. Und das, was ihr gemacht habt, zum Beispiel, da war ja noch mit Cody, Kazak und diese Entscheidung und so und wir dachten, what the hä, warum machen die so und so und so und so? Weißt du, manche Sachen konnten wir einfach nicht nachvollziehen. So, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren. Du hast mir, glaube ich, geschrieben, ne? Ja, als du mir dann geschrieben hast, bin ich direkt zu Emre gegangen, habe gesagt, ey, die haben uns geschrieben, die haben gefragt, ob wir in die Jury kommen sollen. Was sagst du, soll ich direkt schreiben oder soll ich später schreiben? Was meinst du? Ja, und der meinte, schreib direkt zurück, wir sind am Start. Zappeln und so. Lassen. Ja, ja, so. Ja, aber auf Feuer machen. Ich so, nein, lass gar nicht auf diese Filme anfangen. Lass einfach wir bleiben. Ja. Weißt du, lass wir. Weil jeder macht so im Internet einen auf dieses, ich bin's, aber Bruder, du liest jede Nachricht, tu nicht so. Ja. Lass hier wir bleiben, lass uns nicht verändern. Ja. Und dann hat er direkt geantwortet. Ja. So, und dann bin ich auch direkt, dann habe ich Emre das gesagt, dann sind wir direkt zu meinen Eltern gegangen und haben gesagt, ey, da ist voll die krasse Show. Und die haben gefragt, ob wir in die Jury dürfen. Und voll mit Euphorie und voll glücklich und so. Und die so, echt? Und das ist das, was ihr darauf reagiert und so, jetzt wollen die euch da haben, wie schön und bla bla bla. Das waren so richtig krasse Momente. Ich weiß, was lustig ist. Unsere Story, unser Anfang ist ganz anders. Ach du Scheiße. Ach, die Bruder,
ich schwöre. Ich hasse die Leute. Sandro und ich, wir haben angefangen, wir haben den ersten Dings gesehen, den ersten Reaction so. Weil Schleim und so. Wir waren damals auch nicht so groß. Wir waren damals auch nicht so groß. Wir waren niemand so, weißt du? Und ihr wart auch eine der ersten Reactor, die darauf reagiert haben. Und wir haben uns die ersten Reactions angeguckt. Ich so, wir haben nämlich auch Reactions von anderen Leuten gesehen. Und ich so, ne. Finde ich nicht sympathisch. So. Und dann sehen wir von BZ und M und ja, die Jungs sind irgendwie cool, ne? Ja. So die ersten Reactions zu den ersten Folgen. Ich so, ja, die sind voll cool. Und dann die Entscheidungen wurden immer kritischer. Ja. Eure Reactions wurden immer kritischer. Ja. Und ich so, die kleinen die sitzen zu Hause und denken, dass es so einfach ist, sagen uns, dass wir Fehlentscheidungen, weißt du, was bilden die sich ein, so zu Hause da zu sitzen, Alter? Das war so unser erstes, also erstmal war es sehr positiv und dann ist es schnell so zu, scheiße, die nehmen uns gerade komplett auseinander. Jede Entscheidung, die wir treffen, wird absolut hinterfragt und die Jungs haben keine Ahnung, was es bedeutet, vor der Kamera mit den Künstlern da zu sitzen. Ich schwöre, das stimmt. Bis wir jetzt wirklich ich sag, die wissen nicht. Ich sag Herzlich willkommen. Ich sag, weißt du was, Xandro? Wir zeigen es denen jetzt einfach mal. Wir laden die ein, wir bringen die vor die Kamera, sollen die sich mal dahin setzen und gucken, wie es ist, wenn der Schuh auf dem anderen Fuß ist und Leute über euch reagieren und sagen, ey, die Entscheidungen, die die treffen, waren scheiße. Und wisst ihr noch eure ersten Entscheidungen, die ihr treffen musstet, wo Leute auf euch reagiert haben und was wir für Telefonate teilweise geführt haben, wo ihr gesagt habt, Mann, ey, die reagieren auf uns voll kacke. Wieso? Und da war es einfach mal, das Ding wurde komplett umgedreht. So, ja, weißt du? Das stimmt. Und uns war es erstmal so einfach, okay, die Jungs scheinen ja ein bisschen Ahnung von Musik zu haben, kommen wir da nie einfach mal ein, sind lustige Dudes, ist vielleicht für die Jury ganz cool, mal gucken, ob die Bock haben, so mit reinzumachen. Und am Ende des Tages, so wie es jetzt gekommen ist, dass wir so eng zusammenarbeiten, hätte ich niemals gedacht. Ja, also dass es so kommt. Es ist auf jeden Fall richtig schön gekommen, wie es gekommen ist. Und ich bin auch richtig glücklich darüber. Ich hatte euch schon vorher verpasst. Bruder, man muss man darf auch nicht vergessen, Bruder, die beste Entwicklung haben wir mit Icon gemacht. Ja. So menschlich und auch vor der Kamera und sonst was, Bruder. Wir waren am Anfang noch sehr ruhig und das war ja auch so mit so, wir waren noch nicht so lange im Game. Aber du hast uns echt eine Tür geöffnet, Bruder. Und da, wo wir heute sind, sind wir in diesem Tempo, in diesem schnellen Ausmaß nur wegen dir, Bruder. Ja, 100%. Also du hast uns viele Türen geöffnet, Bruder. Ja. Aber ihr, ich muss auch sagen, also ihr habt auch für die Show so unglaublich viel seit diesem Moment gemacht. Und wie gesagt, ich bin euch da echt super dankbar für. Aber so der erste Moment, also ich weiß noch, als wir uns das erste Mal gesehen haben, ich dachte mir, Bro, kannst du diesen Leuten vertrauen? Aber das dachten wir auch. Das dachten wir auch. Kennst du so, man geht so hin, so... Das wollte ich gerade auch erwähnen, weil die waren im Studio und ich, mein Bruder hat sogar gesagt, ich so, ja, wir gucken uns das jetzt erstmal nur ein paar Mal an, sag auch nicht, dass wir jetzt immer mitwirken, lass die auf uns zukommen, ob die überhaupt mit uns zusammenarbeiten wollen, weil wenn wir jetzt zu dingend sind, zu nett, nicht, dass die uns ausnehmen oder so. Wir waren sehr, wir hatten voll Angst, weil in diesem Business kannst du keinem vertrauen. Ja. Ja. Und das war das erste Mal, dass wir aus diesem Studio rausgegangen sind zu jemand anderem. Ja. Weißt du? Sehr hart. Also wirklich ein großer Schritt, große Überwindung, wo man auch seine Angst irgendwie überwinden musste erstmal, so um sich kennenzulernen. Und es hat Gott sei Dank sehr gut geklappt. Aber es hätte auch echt nach hinten losgehen können. Mhm. Es hätte wirklich uns komplett kaputt auch machen können. Mhm. So, ne? Weil wir haben viele Feinde. Viele Leute wollen uns nicht erfolgreich sehen. Ja. Auch damals schon. Mhm. So, und wenn dann Leute von außen kommen, immer schwer, Bruder. Das stimmt. Du weißt so, manchmal so, wenn die Kameras off sind, so, man redet über extrem sensible Themen so. Mhm. Und du kannst dich eben damit vertrauen. 100%. Ja. Ja, hast du recht. Auf jeden Fall. Und das Thema Vertrauen hast du gut angesprochen. Ja. Der Colin redet mit uns über Themen oder wir mit ihm. Das ist also, das ist wirklich, wir reden echt über sehr krasse Sachen privat, Bruder. Also wir haben schon ein unglaubliches Vertrauen, muss man sagen. So, und das brauchst du auch. Das wächst auch Jahr für Jahr. Aber zu diesem Vertrauen, guck mal, ihr wart uns gegenüber misstrauisch, aber wir ja auch euch gegenüber. Und dann weißt du noch, als diese eine E-Mail kam von irgendeinem Typ aus Schweiz oder was weiß ich. Da stand dann drin, ja, das war alles geplant, dass ihr in die Show kommt und dann das befördert. Wollen und dann, wollen die euch wieder rausschicken. Ich weiß, wenn er meint. Meint er den? Und ich so, abo! Das bestätigt sich alles und so, wir werden nur ausgenutzt. Ich dachte die ganze Zeit, die wollen uns nur ausnutzen oder für irgendwas verarschen und jetzt ist es echt so. Und dann habe ich die gefragt und dann hat der gesagt, nein, Bro, das ist absolut nicht so. Und dann hat er mir das komplett erklärt und dann war auch alles wieder gut. So. Ja, natürlich, man hat halt geredet, weil das ist dann immer neue Leute ins Boot holen, ist eine neue Sache und weißt du, klar, man geht da immer mit Vorsicht rein, vor allem in diesem Business, das ist ja echt
ekelhaft. Und man muss auch sagen, du hast sehr lange gebraucht, um uns zu vertrauen, ne? Du hast uns in Icon 4 noch nicht viel machen lassen. Ja, aber ja. Wir mussten immer das machen, was du so. Ja. Also du hast gesagt, A musste passieren. Ja. Mit Icon 5 hast du uns das erste Mal machen lassen. Ja. Du hast gesagt, Jungs, das habe ich vor. Was sind eure Ideen? Ja. Und das ist das Gute an dir. Und das wird auch ein großer Grund sein, warum du immer wachsen wirst. Weil du bist nicht egoistisch. Ja. Du teilst, du gibst ab und du lässt Ideen mit dir teilen. Ja. Es ist nicht dieses, ich bestehe auf, ich bin Boss und ihr macht. Das ist dieses Miteinander. Ja. Und miteinander sind wir immer stärker als einer bestimmt über alle. Ja. Weißt du? Und deswegen funktionieren wir auch alle so gut. Aber weißt du? Dieses lange Vertrauen, das kommt ja auch davon, das hat ja mit Icon 1 angefangen. Du weißt ja die ersten Zeiten, so, die wir hatten, ne? Ja. Es sind viele Sachen passiert, wo wir uns gesagt haben, Bro, wir müssen... Bruder, es gab eine Zeit, ich habe Alexandro auch nicht vertraut. Krass. Bruder, ich habe gedacht, so, der sticht mich jeden Moment in den Rücken, nimmt alles, was ich habe, so, und lässt mich auf der Straße verbluten, krass, so ein Ding, krass, Alter. Krass. So, es war wirklich ein Ding, Alter, es ist schwer. So, es ist echt schwer, dieses Vertrauen-Thema. Ich musste jahrelang arbeiten. Aber Gott ist groß, Bruder. Ja, ist so, das ist groß. Lass mal weiterreden, bevor wir gleich noch rumlecken hier, komm. Ja, es war doch so schön. Aber wirklich, ich bin wirklich überglücklich, dass es so gekommen ist. Gott sei Dank. Wirklich, Gott sei Dank ist es so, wie es jetzt ist. Zwischen uns allen. Der Gewinner von Icon 4 2022 ist San Andreas! Yo, was ein Intro! Cool. Bro, das war das Intro. Geil. Wir haben wirklich geile Neuigkeiten für euch. Am 26. Februar, morgen, am Sonntag, geht's wieder los, Freunde. Die einzig wahre Rap-Show in ganz Deutschland. Die gehypteste Rap-Show im ganzen Land. Es geht wieder los. Icon 5, ab morgen. Wallah, wir freuen uns wie behindert. Wir sind total gehypt, muss man sagen. Und wir sind jetzt an der Planung dran und so weiter, also mit involviert auch. Der gute Kolinski, der ist wieder ganz teuflisch an die Sache rangegangen. Werdet ihr aber sehen, mehr wollen wir auf jeden Fall nicht verraten. Wallah, vergisst Icon 4. War aufwärmen. So. Und alles, was wir für Icon 5 geplant haben, und wenn wir die Planung so umsetzen, wie wir es vorhaben, was auch passieren wird, weil bei Icon 4 war die Planung jetzt nicht die beste, aber die Umsetzung das Beste, werden wir ein Statement setzen, das hat Deutschland noch nie gesehen. Oh mein Gott! Ich schwöre, wir haben es auseinandergenommen. Oh, ey, Bruder! Ich schwöre, einfach predicted. Ich wow, Bruder, erzählt dir keine leeren Worte, Bruder. Ja, krass. Und das ist das, was wir immer machen, Bruder. Wir sitzen hier nicht, ne, um uns zu profilieren mit Fake-Infos, um nur ein bisschen auf TikTok viral zu gehen oder sonst was. Ja. Wir sitzen hier und, Bruder, ich will doch nicht mein Gesicht verlieren. Ja. Ich will mit dieser Öffentlichkeit ja groß werden, weil ich will mein Brot damit verdienen zukünftig, so richtig. Ja. Ich kann doch nicht hier sitzen, Fake News machen und dann sagen Leute, ha, was ist reingisch, das war es jetzt. Ja. Und werde ich auf einmal ein Meme. Deutschland auf den Kopf gestellt. Bruder! Aber das ist einfach wahr geworden, ne? Ja. Genau das, was wir gesagt haben. Krass. Das habe ich voll vergessen, die Worte. Willkommen. Künstler! Was bedeutet Freiheit, wenn man die Zeit, die man jeden Tag geschenkt bekommt, vergeudet? Ihr verdient sie nicht. Willkommen bei Icon 5. Zeit läuft ab. Okay, die ersten Bewerbungen. Was habe ich für eine geile Kette hier? I'm a criminal. Boah, wie geil das Video auch gemacht hat. Geisteskrank, Bruder. Der ist Baba. Ich finde das. Bruder Krank. Baro. Baro. Boah, der hat auch Glow Up, Alter. Sehr gefällt mir. Das war ein krasser Song. Ja. Ich finde ihn Baba, Walla, geile Stimme, bleibt im Kopf. Wiedererkennungswert, alles da. Walla, Walla, Icon 6. Stell dir mal für so einen Künstler mit so einem Azul. Weißt du, oder was auch immer. Oha! So ein bisschen strukturierter, wenn er das... Azul mit Vito hast du ja auch schon predicted.
Haben die du hast gesagt, wie, stell mal vor, Vito mit, also ja klar, Maria, Kriminal, Kriminale. Aber das war mir irgendwie schon klar von Anfang an. Yo, also Bruder. Dachte, also man hat ja so ein bisschen das Talent auch gesehen. Und Bruder, wir lesen das. Das auch, ist, ja. Bruder, ja, wir das machen ist, das ja nicht seit ja, gestern. Ja. Weißt du, es werden jetzt bei Icon 6 wieder Leute kommen und du wirst sagen, der wird mit dem Sommer, ja, das wird ja genauso passieren. Ja, weil, ja, Bruder, so, wir wissen ja, wie es am Ende ja passiert, Bruder. Ein bisschen ja, strukturiert ja und noch angeht. Ich bin mir sicher, also wenn der Icon wirklich durchzieht mit einem vernünftigen Mindset, ja, und da wirklich hinkommt und sagt, ich will das Ding gewinnen, mhm, Bruder, der ja könnte da einen Hit machen. Wer? Shabab. Oh mein Gott! Wallah, ich fang an mit Casino, Bruder. Nein, nein, nein! Mama, ich werde Tipico machen, Bruder. Nein. Alles nicht auf Rot. Lass Tausender. Es. Lass sein. Ja. Ey, das ist bisher richtig episch, cool, ne? Ja, ja, richtig ja gut gemacht. Baba Gelde. Die Kategorie oh brandneu ist vor allem deswegen so wichtig, weil wir nicht einfach nur einen Sänger und nicht einfach nur einen Rapper suchen, sondern wir suchen in diesem Turnier eine einzigartige Eigenschaft. Ich bin so, ich bin umso, ich für immer bleiben. Krank. Finale, Villa-Kandidat. Ja. Damals ja schon gesagt, Top 3. Auch Villa-Kandidat. Auch Villa-Kandidat. Damals Baro. Meine Stimme in HD. Auch oh, Villa-Kandidat. Villa Kandidat. Wie krass. Image. In der Kategorie Image ist es nicht nur wichtig, wie ein Künstler sich kleidet, sondern wie er sich präsentiert, vor der Kamera bewegt und verkauft. Oh, Villa-Kandidat. Eine der besten Bewerbungen? Ja, 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 mit Abstand. Eine der besten Bewerbungen, safe. Ja, safe. 100%. Oh, Bruder! Ja, okay. Und hast du da auch? Ja, Image. Natürlich. Ey, bis jetzt jeder war, ist in die Villa gekommen von ja den Top 3. Und, ne? Und das war damals, an alle, die vielleicht noch neu dazugekommen sind, das waren die Kandidaten für die Top 100, ne? Ja. Bei dir noch nicht? Bei mir nicht, bei mir einer, glaube ich. Lass mal sehen. Gucken, wer stimmt! War ja. Ach ja, ich ja weiß auch wer. Ja. Video ein bisschen lauter, sag ich mal. Haben wir uns angeschaut, welche Künstler. Video ein bisschen lauter. Ach so. Jemand. So. Stärken zeigen. Dazu gehören Lyrics-Aufbau sowie Taktgefühl und Ohrwurmfaktor. Interessante Gesangsstimmen, gute Refrains sowie das Rüberbringen von Emotionen und Inhalt. Aber der Part noch sauber. Ich Zuckerbär. Oh, Akawi so underrated, Alter. Ja, ja. Ja, wir haben unsere Macken, doch sie machen uns perfekt. Denn immer wenn wir unterwegs sind, Babe, vergeht die Zeit zu schnell. 6 Uhr morgens war wieder die Nacht zum Tag. Oh, gemacht. Oh, Scape, okay, 2. Skepch aber auch in der Villa. 2. Eine Favorit von mir aber. 2, stimmt. Auch oh, direkt am ersten Tag nach Hause gegangen, ne? Ja, Mann. Boah, das ist schon hart, Bruder. Schon hart. Allein die Challenge, so wie wir die aufgebaut hatten, Bruder, in der Villa, dass man erst ankommt, rappen muss, damit man sich überhaupt den Platz sichert ja in der Villa ja oder du fährst direkt nach Hause. Ich schwöre, dreckig, Mann. Das ist schon, wir sind schon ja ekelhaft manchmal, Bro. Und Rap, um dein Leben zu retten. Ja, so. Und jetzt wollen wir noch ekliger werden, ne? Deswegen habe ich ja gerade gesagt, ruht euch nicht auf euer Talent aus. Icon 6 wird so ekelhaft. Ihr werdet uns hassen. Der Einzige, okay. Okay, kann man machen. Kann man machen. Das Ding ist, kann man machen. Ich habe ja übertrieben krasse Erwartungen von Race gehabt. Ich auch. Also ja, sehr, sehr ich stark. Auch. Ich habe gedacht, weil das ist ein Künstler eigentlich, der ist so, ja, der bringt dynamisch, der ist episch, der ist krass. Ja. Aber dann, ich weiß nicht. Vielleicht waren diese Worte schon viel zu früh, die zu sagen. Also, zu wenn viel man die Lob, ne? Zu viel, zu viel Lob. Zu viel Lob. Und weil eigentlich ist er kann's. Aber ja. Irgendwie sehr enttäuscht. Ich bin auch sehr traurig drüber. Sehr. Ich glaube auch, das zeigt nochmal den Unterschied zwischen, hey, der Künstler ist ein guter Künstler oder ist ein guter Rapper, aber wenn die Teamdynamik dann nochmal ins Spiel kommt, wo du mit anderen Künstlern arbeiten genau, musst, dann, da ist ja alles, was du vorher gemacht hast, ja, unrelevant. Ab dann merkst du, wer ist Künstler, wer setzt sich ja durch und wer kann in diesem Deutschrap-Markt auch mit agieren. Ja. Und für alle, die mitgezählt haben, gibt es natürlich noch 25 Plätze zu sichern für unsere finalen Top. Warum kommt bei dir so eine schöne Musik? Diese 25 Plätze gehen an keinen anderen als unsere Underdogs. Oh! Wow! Rascher! Rascher, Bruder!
Icon 3, Icon 4, Icon 5, alles rasiert. Keller! Mein Junge! Walla, krass! Oh, ich hoffe, dass du mir vergibst. All meine Lügen, ich will es nicht. Geisteskrass! Ey, ganz kurz. Alle Calls richtig. Bro, es tut mir leid, ne? Aber auf meinen Karten sind einfach zwei der absolut gehyptesten Künstler von ganz Icon drauf. Weißt du, was aber das Ding ist? Diese Liste, wer wen vorlesen soll, hast du auch gemacht. Das stimmt. Der hat uns einfach Listen in die Hand gedrückt. Also, eigentlich hatte ich ganz andere Leute. Aber gut, kann man so machen. Das sind dann wieder Momente, wo er sich einmischt. Und ey, ja, Bro, stimmt. Als wir Biggie revealed haben, dass der wieder dabei ist bei Icon 5, ne? Boah, das war ein Moment, der Chat ist rausgerastet. Die so, ja, Biggie, wir freuen uns. Und so schön, dass der auch wieder dabei war. Ja, safe. Auf jeden Fall. Richtig cool. Okay. Boah, Runde 1, Alter. Oh mein Gott, jetzt haben wir diese ganzen Aufbruch. Diese Witze, die ihr gemacht habt. Ey, guck mal, wie jung Shabab aussieht. Bro, Shabab, Icon hat Shabab einfach zum alten Mann gemacht. Yeah. In einem Jahr. Er sieht echt voll anders aus. Ey, Bro, ganz kurz. Story an der Stelle. Ich hab vor kurzem mit Shabab gesprochen, ne? Mhm. So ein richtiges Heart-to-Heart-Deep-Talk-mäßig. Mhm. Bro, Icon hat Shabab einfach komplett auseinandergenommen, ne? Okay. Also, ihr müsst euch vorstellen, Icon ist wirklich so eine Maschine. Du kannst dir vorstellen, du setzt dir einen Helm auf, saugt dich komplett aus, deine ganzen Emotionen, Gefühle, deine ganze Kreativität. Und Shabab ist leer. Shabab ist so leer. Der ist auch komplett, der braucht eine Ruhe, der braucht Pause. Burnout von Icon. Okay. Ja. Krass, ne? Krass. Heftig, Bruder. Also nicht nur das Team, sondern auch die Künstler. Ja, also wirklich, alle betrifft das. Aber nicht einfach. Der Erfolg kommt nicht einfach so. Ja. So, ja, von nichts kommt nichts. Aber es ist krass, guck mal, wie glücklich der noch aussah. Der war so voll fröhlich, der so, Der so, ich hab einen Hit gemacht, bald im RS und dann... Ja, Bruder, kein Wunder, kein Essen, kein Trinken, kein Schlaf, Alter. Bruder, aber man darf nicht vergessen, RS Coupé hat in der ersten Runde Zahlen gemacht, wie Icon 4 Villa, ne? Ja, das ist heute bei 5 Mio schon, ne? Das stimmt. Das ist verrückt, Bruder. Das ist verrückt. Laufe durch die Gasse, Schmuck von Cartier. Steig in meinem Cadillac und darf keiner sehen. Junge, verzeih uns für die Tat, sag mal ich. Kenn nur das von Badawi. Aber du mit dem Gürtel geprägt. Laufe durch die Gasse, Schmuck von Cartier. Oh, Snoppe! Roller der Snoppe! Die Jungen sind aktiv da, weil sie Naps liefern für die Afterparty. Party. Ich geh mein Weg, weil mich sonst hier keiner hält. Nein, Mama, Träne war der auch stark gefärbt. Also musikalisch wird es dieses Jahr, glaube ich, sehr, sehr gut. Da waren wir im Knast. Wisst ihr noch, als wir alleine da waren? Boah. Diese eine Nacht? Kennt ihr dieses Gefühl, der eine musste da... Was du? Emre wollte, aber da wollte er doch nicht. Also ja, Bruder, ich musste ganz allein in einer Zelle schlafen, Bruder. Da war nichts, weder WLAN noch Fernseher noch... nichts! Stell dir vor, du schläfst in einem Bett nur mit Beton, Bruder. Nicht mal Handy geht nicht. Weil hat wenigstens Gehalt, wenn du geklatscht hast. Hä? Nein, nichts. Du konntest schreien, keiner hat dich gehört. Vor allem, das waren ja diese Zimmer, wo die Toilette auch direkt zu sehen. Bruder, ich konnte das nicht, Bruder. Der kam dann, wie viele Minuten kam der zurück? Zwei Nein, das geht nicht. Jungs, kann einer mit mir tauschen. Sehr krass, weil wir haben wirklich 40 unglaublich gute und talentierte Künstler. Ey, jetzt mal Spaß bei dir. Alle sehen viel besser aus. Ja, Bruder. Alter, wir sind alle einfach 10 Jahre älter geworden über das Jahr. Aber vor allem Sandro, guck mal. Yo, wie fresh der da noch war. Aussah.
Shit, Alter. Was passiert? Irgendwas ist falsch. Ich weiß nicht, was falsch gelaufen Stress, ist. Stress, Alter. Stress, Walla, das ist Stress. Ich muss in die Therme. Ich glaube, diese ganze Atmosphäre und dieses Klima wird das Ganze auch sehr stark beeinflussen. Das wird wirklich viel Chaos geben, viele lustige Momente. Bro, du hast echt Gewicht verloren im ganzen Jahr, ne? Ja, Bruder, ich hab's verstanden. Ich war fett. Nein, Bruder, ich mein's gut. Du hast gut auf dich aufgepasst. Das ist nice. Eigentlich. Ja, was heißt gut auf dich aufgepasst? Wenn es nichts zu essen gibt, Bruder, dann nimm's halt ja. Aber hast auch deine Vorteile manchmal. Pass auf dein Essen auf, wenn es nichts zu essen gibt. Aber es ist stark, Alter. Ich hoffe, wir gucken uns Ende des Jahres an und alle, weißt du, ich will Sixpack haben bis Ende des Jahres. Mal gucken, hoffentlich, Bruder. So, ein Ding ist das. Naja. Katastrophen. Ich glaube, wir werden noch viele, viele, viele schöne Momente erleben. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich, euch offiziell die 40 besten Newcomer in ganz Deutschland zu präsentieren. Oh mein Gott! Nein! Oh nein! Das hat er nicht gemacht! Nein, das hat er nicht gemacht! Oh nein! Yo! Hätte er damit gerecht, ich habe mal das. Wow! Das kam jetzt echt aus dem Nix, Digga. Bruder, wow! Ich hab erstmal gedacht, sehe ich richtig, Bruder, oder hab ich Probleme? Bruder. Wow! Ist irgendwie Esco oder was, Alter? Oh mein Gott. Wir machen einfach weiter, ja? Kommentarlos, ja? So, ich besser. Sag mir, wo bist du jetzt? Sag mir, wo willst du sein? Ich hab viele Fehler wie. So viel Lasset und Fach in der Sack. Way, 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 yo. Leb das Leben so bis zum Tod. Mama, hey, hey, hey. Noch immer hier, noch immer da. Ständig draußen, immer down mit der Gefahr. Und ich cruise im Jetski. Sie möchte mit mir ins Team. Aber es ist doch verloren im Boden. Herzlich willkommen im Bungee. Zwischen Haufen Räcker, Tonnen von Schnee und loaded wets. Baro! Der war schön. Baro. Ja. Dieser Lied, das war schön, was Baro gemacht hat. Ja, das war echt gut. Aber Baro ist ein guter Künstler. Ja. Das war echt ein sehr schönes Lied. Generell, ich finde generell seine Songs sind sehr geil. Das ist krass, der ist richtig underrated irgendwie. Ne? Ja. Also finde ich auch, der ist richtig hätte underrated. Er hat noch mehr Aufmerksamkeit, finde ich. Safe. Der hat diesen französischen Vibe, der ist richtig. Also sehr, sehr starker Künstler. Weil übrigens, es kommt diesen Sonntag kommt das Solo-Projekt von Barré raus. Mhm. Und Bruder, der hat alles auseinander. Yo, ist das der Finalsong? Der ist brutal, ja. Der ja. Top 5 Finalsong? Ja. Kennst du noch? Ja. Ah, okay, also diesen Sonntag Top 5 Finalsong von Barré, Leute. Ja. Oder Barry oder Barré. Sein allerletzter Song kommt raus und ist ein. Also offiziell, Icon geht ab Sonntag weiter. Ja. Also, ja, mäßig. Okay, ja. Generell. Icon 5 geht Sonntag weiter. Also aber nur mit den Finalisten. Vergesst auch nicht für eure Lieblingskünstler zu voten. Richtig. Dann habt ihr nochmal die Chance, also jetzt ab diesem Sonntag habt ihr die Chance für eure von den Top 5 Favoriten abzustimmen. Und dann wird sich herausstellen, welcher Künstler tatsächlich den ersten Platz von Icon übernehmen kann. Genau. Das wird dann im Februar announced. Aber checkt das Projekt am Sonntag ab. Es ist unglaublich schön geworden. Mhm. Also wow. Oh, ich hätte ihn so gerne mitgenommen. Adonis war auch Leute, ich kann. Was habt ihr gesagt? Adonis war auch ein starker Künstler. Ja, ich hätte ihn mega gerne mit in die Villa genommen. Er kann ja gerne nochmal zu Icon kommen. Ja. Also zu 6. Sehr gerne. Safe. Ich muss nur eine Sache versprechen: Icon 5 wird verrückt. Ich kann euch auf jeden Fall eine Sache sagen: Es wird auf jeden Fall unberechenbar. Wir haben Challenges und Tage vorbereitet. Dieses Jahr wird ein bisschen teuflisch. Ein bisschen? Es wird die krasseste Show des Deutschrap je gesehen. Das wird ein absoluter Horror. Ja, und das war's. Und das war's. Das wird die krasseste Show, die deutsche Rap jemals. Und der absolute Horror. Einfach beides dazu. Beides. Oh mein Gott, Bruder. Und du hast auch was Gutes gesagt. Es wird unberechenbar. Ja. Ey, aber merkt ihr gerade, alles, was passiert, das haben wir predicted. Ja, wir haben echt alles komplett vorhergesagt. So. Ey, der Ton hat Mios gesagt, ne? Ey, Lottozahlen für morgen. Bruder, was ist denn? Ja.
Nein, über Zahlen spricht man live nicht. Ja, so. Runde 2, oh. Okay. Oh mein Gott. Ey, was ist da los? Was ist da los? Was ist da? Da hatte ich noch Geld. Geld, Junge, A5, was ist los? Was krieg ich, wenn ich deine Lieder höre? Hey. Packet nach Packet, der Shatter sagt, du bist gestört. Okay. Ey, boah. Hallo, guten Tag, Eike 5, wie geht's? Bei der Way wieder da, aka Hasula. Roll im Lambo mit Vito, Bitches folgen im Uber. In den Texten auf die Zeit, in der Gosse nicht vergessen. Du bist aufgewachsen in zwei Familienhaus. Das ist kurdische Mundharmonika, das ist immer noch Mundharmonie präsentiert. Koma oder? Alle! Oh! Ich hab wohl vergessen, dass der dabei war. Ich zieh die Brille an. Ey, Digga, chill mal, jetzt tut mal weiter. Sorry, die hatte auch einen richtigen Druck, aber die Arme, Alter, der als einzige. Panikattacke, Alter, des Todes. Ey, wir haben der das Handy abgenommen in der Runde, wisst ihr das noch? Mhm. Und Bruder, die war so zerstört, Alter, die Arme. Die war so, sie so, wie, ich darf meinen Freund nicht mehr anrufen. Wie, ich bin jetzt eingesperrt mit 40 irgendwelchen Leuten. So, ich kann doch nicht mal anrufen. So, die Arme, Alter, boah, die tat mir leid, Alter. Die haben ja allen Handys abgenommen, alles so, ne? Das stimmt. Ist schon krass. Wir haben alles abgenommen, nicht nur Handys, alles. Ja. Und ich dachte mir schon so, irgendwas ist korrupt. Ich wollte nur sagen, also der Bruder hat absolut recht. Ne? Also das ist hier eine absolute Katastrophe, das Essen hier. Hat sich nichts geändert. Gib ihm seinen Teller. Warum daraus kein Meme, Bruder? Ey, wisst ihr, was das Traurige ist? Ja. Im Knast haben die mehr gegessen als in der Villa. Stimmt, und das Essen war eigentlich voll gut. Das Essen war Baba! Das war frisch. Ja, gut jetzt Baba nicht, aber es war Essen. Ich fand das gut so. Ich hab das die ganze Zeit gegessen. Ich fand es eigentlich ganz gut. Ich hab jeden Abend bei Lieferando bestellt. Das ging in Spanien leider nicht. Wir kamen eher mal zurück, als wir hingegangen sind. Oh mein Gott. Die Zelle im Boden. Wisst ihr noch, Finesca? Ja. Krankenhausaufenthalt. Vielleicht wurde nie das ausgestrahlt, oder? Nee. Das wurde nie ausgestrahlt. Doch, auf dem BZ-Kanal. Du hast das Material an uns gegeben. Mit dem Krankenhaus. Ah, okay. Ja, das stimmt, doch. Ich weiß nicht, ob das da drin ist. Aber auf jeden Fall Finesca im Krankenhaus gelandet. Vielleicht kommt das ja noch. Backflip wollte der Junge machen. Ja, erzähl. Und also Finesca hat so ein Breakdance-Battle gemacht mit Monkey Films. Mit Bensko. Mit dem Videoproduzenten und Bensko. Und der wollte einen Backflip machen. Nein, der meinte, jetzt mache ich einen Backflip, weil der ausgerastet ist. Und er meinte, Bensko, mach du deine Hand so, ne? Oh, und Bensko hat den dann in die Luft katapultiert. Bruder, mich hat's gewundert, dass sein Kopf nicht in der Decke hängen muss, wenn der will. Der katapultiert dich nach Malaga selbst, der Bensko. Er hat ihn hochgeworfen und dann, als der in der Luft war, genau so hat er gemeint, Bro, ich schaff diese Drehung nicht. Und dann hat er angefangen zu schreien und ist hingefallen auf seinen Nacken. Genau so. Dann lag er so. Ne? Und alle dachten, Finesca ist so jemand. Maler, das ist kein schöner Moment. Nein, jeder dachte erstmal, der macht wieder seine Faxen, weil du weißt ja genau, wie der ist. Leute fangen so an zu lachen, aha, Bruder, hör auf, jetzt komm her. Und dann hat er angefangen zu sabbern und so. Und dann kam also, die Panik. Also Leute haben mir gesagt, so, Colin, Finesca ist tot einfach. Ja. Ich so, fuck, so, einer ist gestorben, ich bin verantwortlich, Finesca ist minderjährig. Mhm. Ey, Bruder, wäre der gestorben, ich wäre gefickt, ich wäre jetzt Hauptbruder. Safe. So, ich renne hin, ist natürlich nachher Krankenhaus gegangen und sowas. Und nur zu erwähnen, er ist aufgestanden und er konnte sich an nichts erinnern. Mhm. Ach, kompletter Gedächtnis. Er hatte komplett Dinge, er konnte sich an nichts erinnern. Also gruselige Situation. Ja, das war zum Beispiel auch der Grund, er hat ja den Song mit Rasha gemacht. Das war auch der Grund dafür, dass der Song jetzt nicht so gut war, weil er halt im Krankenhaus war und dann kam er zurück und musste direkt diesen Song und machen. Überlegen, und trotzdem haben Leute den zu Tode gehatet. Obwohl der Junge fast ums Leben gekommen ist, hat trotzdem noch auf schnelle Welle mit 20% Gedächtnis überhaupt einen Song gemacht. Leute haben den zu Tode gehatet. Bruder, weißt du? Ja. So darf man auch nicht vergessen, aber das wissen die Leute alles nicht. Und der eine andere Sache, weil der minderjährig ist, braucht er seinen Elternteil, die ihn aus dem Krankenhaus auschecken, weil Doktoren müssen den sonst freigeben. Mhm. Und er hat dafür gekämpft, dass der rauskommt. Mhm. Ne? Richtig krass, hat es noch gemacht, hat es in die Runde geschafft. Also auch sehr stark. So. Leider nicht so gut verfilmt worden, aber ja.
Was machst du auch? Kannst du auch nicht. Ja, Bruder, das weiß man doch nicht. Aber Bruder, das ist ja genau das, wenn ich sage, alles hat seine Gründe. Ja, wenn jemand weiterkommt oder nicht weiterkommt. Alles, egal was wir tun. Ja. Übernommen? Seid ihr wahnsinnig oder was? Auf was habt ihr euch schon wieder eingelassen? Guck in die Kamera. Sag mal, da woher. Warte, da bin ich da. Genau so war das aufgebaut. Mein Gott. Ich hab aus dem Hintergrund gebankt. Aber der wollte den banken. Nein, Alter, lässt ihn. Am ganzen Tag auf Weinen. Der stinkt, aber ich stink noch mehr, weißt du, ich meine. Ich stink noch mehr, Anik, das war freiwillig. Das war das, das ist broken. Ja, das war der Tag. Hast du den gehört? Er stinkt, aber ich stink noch mehr. Wow. Wir lassen das so stehen. Ja. Guck mal! Wir kommen rein, das erste, was wir machen. Ich habe ein Messer mitgenommen, damit wir die ganzen Sachen aufschreiben können und ich die ganzen Kippen gefunden habe. Schau mal nach. So, was hat Parallel den Film mitgemacht? Ja. Guck rein. Was ist da drin? Handys, Bruder. Drei Handys. Weo! Dazu. Nein. Oh, weißt du, wer das war? Gott, ja! Das war's mir nicht spannend. Das war dieser Typ, der da. Die ganze Ach, dieser eine, der ganz alleine war. Oh mein Gott, der war ja. Der war besessen. Der war besessen. Da gab's ja diese Aufnahme, wo der so gemacht hat. Das war der. Oder um 5 Uhr morgens. Das war 7 Uhr, 6 Uhr morgens. Der ist krass auf jeden Fall. Boah, der war richtig. Och, Mann. Ich hab gedacht, das wäre so ein Silent Hill Monster, sah das aus. Du sitzt ja auf dem Boden nackt in der Dusche. Was machst du schon? Was macht der da? Wieso sitzt der auf dem Boden? Bro, ekelhaft. Ja, es war einfach komisch. Aber da war Skandal ein Skandal. Alter. Der hat Sachen gemacht, das ist nicht mehr normal. Ja. Da war der in seiner Blütezeit. Wer kommt? Gute Nacht! Der erste. Der erste ist für dich. Der zweite ist auch für dich. Colin, da haben wir doch die ganzen. Wir haben die immer gesucht, jetzt haben wir sie. Ey, Colin. 10.000 Euro Schaden. Oh, der Kolle weiß das sogar auch. Oh mein Gott. Der wusste gar nicht, wer was war. Oh. Ja gut, Na, da muss doch noch was geguckt werden. Da gehen wohl ein paar Rechnungen bald los. Das geht auch Biggie seinen Nacken dann. Mhm. Oh, der Kolle hat uns immer am nächsten Tag gefragt, wer war das und das und das und das. Und er sieht jetzt erst alles, wer was getan hat. Guck mal in den Chat. Wenn es nicht aus eurer Tasche kommt, ist was, lustig. Was löst das jetzt gerade in dir aus, das so zu sehen, Bruder? Ach, Bruder. Ach, es tut weh, ne? Oh mein Gott. Ich hab das Geld so Rest in Peace ist weg. Wurde schon bezahlt. Spendenlink für Colin wurde aufgemacht. Alles gut. Ist so. Ey, weißt du. Egal, scheiß drauf. Nee, sag. Nein. Alles gut. Okay. Wo macht der so? Ja, haben wir. Max, mal und ihr sofort die Tür auf, es reicht! Hier spricht der Mustermann von der Rezeption, Sie Querkel! Machen Sie die Tür auf! Oh mein Gott, das ist der kommt! Das ist der Mitarbeiter, da war alles schlecht, jetzt guck! Geht da los! Aber mach nicht zu viel, bitte! Nein, das ist zu viel! Was hast du vor? Oh! Das war dein Mitarbeiter, ne? Das war dein Mitarbeiter und der meinte zu mir, ey, sei leise und so. Ich hab extra so laut geschrieben, wie ich konnte. Bitte. Ich schwör auf meine Mutter, ich will seit halbe Stunde schlafen, die Fickkopf, Colin sieht das Chaos. Boah, Colin, Bruder, du hast ja richtig, da warst du komplett weg. Ey, merkst du diesen Moment? Es ist 4.40 Uhr, du wirst gerade wach und Skandal läuft einfach an dir mit einer Kippe vorbei. Ey, ihr habt wie mich im Irrenhaus, Walla. Ihr habt mich auseinandergenommen. Komm, du musst selber lachen, Junge. Einfach um. Oh! Der Silent Hill! Silent Hill Monster! Als wir hier ankamen, war der Typ normal. Und das stimmt! Der war normal! Oh mein Gott! War echt normal. Oh Mann, ey, wir haben dem sein Leben genommen.
Scheiße. Neben der Knascher gab es natürlich auch. Hast du nicht auch manchmal das Gefühl gehabt, dass jedes Mal, wenn ihr in diesen Flur dann hingeht und ihr wusstet, dass es sich verändert hat, es war voll komisch, nachts da vorbeizulaufen. Ja, das ist auch voll so unangenehm so. Ja. Stell dir mal vor, der würde so die Treppe runterlaufen. Boah. Ach Gott, Alter. Neben dem Knastschaden gab es natürlich auch die Musik. Hoffentlich nicht. Auch sehr geil. Ja. Das ist ja richtig krass. Jetzt kriegt der Blick. Jetzt legendärster Blick von Eike. Jetzt. Ich schwöre, bester Blick von Eike. Oh. In der Favela. Hier ist es dunkel, ich bin gebunden in Favela. In Favela. Frag mich um Kunden und dreh meine Runde in Favela. In der von meiner Gegend bin gefangen, machen Beute in der Nacht. Oh mein Gott, Bruder, er wurde zerstört, ne? Ganz kurz, ach. Ja, ja, ich, ey, ist es wie Idiot. Ich hab mich aber dann gewöhnt. Aber, ganz kurz, Fabila. Ja. Wisst ihr noch, wir haben uns Sorgen gemacht, dass keine so guten Songs entstehen? Ja. Ja, ja, Mann. Wir waren echt panisch. Und ja, an der Zeit ist auch sehr viel schief gelaufen. Ja, ja, es ist so viel schief gelaufen. Und Leute haben gepatzt und so. Und dann genau der letzte Song. Das mit Kiris auch, Alter. Mhm. So, das ja, der ist umgekippt, Bruder. Leute konnten nicht mehr, Leute konnten nicht atmen. Sari ist zusammengebrochen, auf Boden geweint. Wir haben diese Emotionen. Zeit gespielt sogar auch. Genau, wir hatten die Stresse mit den Zeit, Bruder, es ist laut. So viel. Auf einmal Songs gelöscht, ne? Aus Versehen und so. Boah, also ja, die Spuren. Stimmt, es ja. Wow. Also da war viel. Und dann der letzte Song und dann. Wir sind sogar noch mit, wir sind dann ja aufgestanden, weil wir erlöst waren, aber wir wussten auch, Bro, und das ist der erste offizielle Hit von Icon. Und wir dachten uns, endlich, Alter, so, die Jungs haben also ich muss auch echt sagen, so die Künstler, die daran beteiligt waren, haben uns in diesem Moment absolut den Arsch gerettet, so, weil wenn die das nicht gemacht hätten, so, weiß ich nicht, was mit Icon passiert wäre, so. Die haben es nochmal hochgepusht, ja. Ja. Das ich glaube, es sind solche kleinen Momente, die entscheiden, ob Icon zum Erfolg wird oder nicht, und es hängt sehr viel von den Künstlern ab. Ja, ja, stimmt. So, aber Erleichterung auf jeden Fall in dem Moment gefühlt. Boah, auch geil. Ey, das ist ein Song, ne? Den höre ich bis heute noch. Ich kann ihn am Tag 10 Mal hören. Krass, ja. Das ist einer meiner Lieblingssongs, wirklich. Ja. Also Fluch ist ein super Barré Song. Barré hat echt Songs, die man so privat einfach hören kann nebenbei, ne? Ja, das stimmt. Richtig cool. Oder Barré ist halt wirklich, ich habe ja gesagt, ist eine atmosphärische Musik. Eine Musik, in der du dich mit identifizieren musst. In diesem Film. Wenn du dich nicht drauf einlässt, dann schwierig. Dennis, danke für die 5er. Hier für Colin, für die Rechnung. Ey, aber gibst du mir, zahlst du mir das gleich aus, oder? Ja, ja, fehlen noch 2995. Geil. Heute war ein richtig, richtig harter Tag für viele von euch. Wir kommen jetzt zu Stell dir mal vor, du bist einfach Colin und es stehen einfach 40 Ausländer vor dir und du stehst mit einfach deinen Eiern da und sagst Kiri, ihr steht in eurer Mülltüte mit euren Koffern. Oh, stehen die vor. Anik, Bruder. Sehr krasser Moment. Anik. Ja, das war sehr... Einfach sehr Sparta, Bruder, ja? Ja, also ich war sehr nervös. Ich dachte mir, entweder die spielen jetzt mit und machen die Show richtig cool oder die nehmen uns komplett auseinander. Harten Entscheidungen, die ihr als Künstler treffen müsst. Adonis.
Das Ding ist, warte, du hast gerade was Wichtiges gesagt und dazu muss ich was ergänzen. An die Künstler, die das hier vielleicht schauen, die zu Icon 6 kommen wollen, und wir werden ja natürlich wieder eine Show machen mit Plot-Twists und dies und das und ekelhaften Sachen. Mhm. Wenn ihr dazu dafür beiträgt, dass die Show nicht geil wird oder wenn ihr dagegen oder gegen uns spielt, dann sorgt ihr einfach dafür, dass das ganze Projekt darunter leidet. Und ganz im Gegenteil, wenn ihr mitmacht bei der Show und dem folgt, was wir euch sagen, dann sorgt ihr genauso wie wir dafür, dass es noch mehr platzt. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, stellt euch nicht quer. Die Jury, das Team hat das gleiche Ziel wie die Künstler. Wir wollen alle, dass es explodiert. Abgesehen davon, jeder Künstler, der sich ab sofort gegen die Spielregeln stellt, wird sofort disqualifiziert. Ja, richtig. Nächstes Jahr wird's die Verträge hart. Werden jetzt auch noch angepasst und so. Also nächstes Jahr wird es hart, egal wer du bist. Scheißegal, woher du kommst. Du hast jetzt die schwere Aufgabe, zu entscheiden, wer aus eurer Gruppe der Schwächste war. Oh, ihr seid so ekelhaft. Oh, ihr seid so ekelhaft. Der Schwächste heute war Sentry. Man muss Hack geben, man muss Reh machen. Smelly. Ui. Das ist der Letzte, der in die Gruppe kam. Ui! Leid, ich war Programm, Bruder. Oh, das ist gefickt, Bruder. Oh, das war nicht ganz ehrlich, wir haben jetzt gerade noch mit denen geredet. Jeder hat auf sich selber geguckt. Ich weiß gar nicht, wer Skandal war der Erste. Ja. Skandal war der Erste, der das eingeführt hat, mit fremden Menschen zu kooperieren. Und alle, die davor haben, alle Knaller draus gewählt. Und ab diesem Punkt, ne, hatte Skandal die komplette Kontrolle über die ganzen Künstler. Ja. Ja. Ab diesem Punkt hatte der die Zügel in die Hand für die restliche Show. Der hat sich hier den Respekt aller anderen Künstler geholt und hat das komplett bis zum Ende so durchgezogen. Ja, auf jeden Fall. Und dann auch, Bruder, jetzt überleg mal, wie Gänsehaut das ist, wie der hier steht und sich für seine Brüder bei der ersten Entscheidung schon einsetzt und dann am Ende, wo Skandal rausfliegt, Bruder. Ja, stimmt. Wow. Der hat es durchgezogen von Anfang bis zum Ende. Ja. Und ich glaube, hätten wir den dazu gezwungen, der wäre auch hier schon rausgegangen. Mhm. Safe. Aber man muss sagen, bei Icon 6 wird sowas nicht geben. Wenn da zum Beispiel jetzt jemand kommen will, genau in dieser Situation und Skandal macht das, dann heißt es, das war's leider für dich. Ja. Das Schlechteste war, kann ich dir keine Antwort drauf geben. Also wir wären die Entscheidung für jemanden, einfach vielleicht seine Zukunft kaputt zu machen. Löwe. Und das geht nicht. Das funktioniert. Hasuna war der Stärkste, ich war der Stärkste, Vito und Biggie und Shabab auch. Und für der Schwächste, falls du das jetzt fragen willst, genauso. Wir können direkt nach links gehen. Eigentlich. Enttäuscht. Wir haben uns eigentlich dazu entschieden, heute 5 Künstler von euch nach Hause zu schicken. Allerdings haben wir uns jetzt gerade umentschieden und es werden nicht 5, sondern 10. Der erste Das war die größte Lüge an dem Abend, ne? Ja. Es war von Anfang an geplant, dass wir 10 Stück nach Hause schicken. Wir wollen einfach nur ein bisschen Druck machen, damit die mitspielen in Zukunft. Ja. Aber ja, lustig. Der Künstler, der uns verlassen wird, ist Atta, Smelly, Burak. Oh ja, Sentry. Smelly habt ihr Leider gesehen. Crimes, Sari, JZ, Danny, Fassé. Warte, war das eingebaut? Voila, die Cutter, ne? Die Cutter. Geil, Sandro! Sandro! Oh mein Gott. Mm. Oh ja. 40 Pöbelgäste, Alter. Kann man so einen Namen benutzen? Boah! Das hat bis heute noch Nachspiel. Ja. Das hat bis heute noch Nachspiel, ob es mir glaubt oder nicht. Ja, erzähl mal. Leute werden jetzt, heutzutage, werden noch Teammitglieder von uns eingeladen und von der Polizei befragt. Boah. Ja. Weißt du warum? Da gibt es wohl 2 Bilder und die sind sich nicht sicher, wer das ist. Und genau 2 Leute haben keinen Brief bekommen. Emro und BZ? Nein. Wer denn? 2 andere, aber die wollen wir nicht sagen. Das wollen wir jetzt nicht sagen. Die werden noch gesucht. Die werden noch gesucht. Ja, die werden noch gesucht. Ach ja! Ja, oh mein Gott! Bro, weißt du, wie schlau, Bruder? Einfach über die Wand hoch, Bruder, über die Hochhäuser und sowas alles. Gucken von oben, Alter. Die haben Videos. Die waren. Hallo, wir wissen nicht, wovon du redest. Ich kenne keine Videos. Mann, auch so ein geiles Intro, Bruder. Ja.
Seid ihr krank? Das ist doch keine Probe. Guckt euch doch mal um. Hier zu schweigen hier. Voila, wir werden rausgeworfen hier. Alle Sachen. Ey, was will der denn? Oh, was die da mit Biggie gemacht haben. Digga, Biggie wird geschlagen. Der Typ hat ja Bild, ich steck dann auf dem Boden. Stimmt doch. Das ist wirklich passiert. Ich weiß. Das haben wir nur nicht aufgenommen. Aber die haben wirklich zugeschlagen. Aber deine. Guck, du stehst mit Kamera. Guck mal, da wird einer geschlagen, da wird einer beleidigt. Da kommt einer mit Schlagstoß. Einmal Live-Kommentator. Ja, es gab nur einen Künstler, der nicht angefasst worden ist. Der hat sogar TikToks gemacht. Bensko. Boah, ja, der Alter, stell mir vor. Bensko, 2 Meter Mann von hier. Der macht alle. Der macht noch TikToks mit denen, oder? Ja. Der so Ring am Finger, Timmy, Dinger. 3-0-0-3-0. Und aber, da steht der Polizist. Aber ey, als das passiert ist, ne? Als das abgebrochen wurde und du jetzt gesagt hast, offiziell ach, BZ, es ist vorbei, wir müssen raus. Ey, Bruder, für mich ist wirklich, es ist alles zusammengebrochen, ne? Und wir hatten noch so viel vor und ich dachte mir, Bruder, das, ich hab's nicht realisiert. Übrigens, als das passiert ist, ne? Also ich war wirklich so sauer, so, dass es so weit gekommen ist überhaupt, weißt du, das ist ja einfach, Künstler haben sich daneben benommen, muss man einfach so sagen, ist halt, so ist das passiert. Klar, ist übertrieben, kann man drüber streiten, was passiert, aber ich war so sauer, weil ich hatte da in dieser Runde bestimmt 40, 50.000, wenn nicht noch mehr Euro drin, so, und das wurde weggepisst, so, weißt du, und ich hatte danach, da hatten wir noch eine Konversation, wo ich gesagt habe, Icon 5 ist hier zu Ende. Ja. Ich habe euch noch gesagt, ich so, Bro, Icon 5 ist hier zu Ende, wir machen noch das Live-Event und das war's. So, und ich wollte nicht in die Villa. Ja. Da war ja auch generell, war ja in der Location war ja eigentlich noch eine Runde geplant gewesen, ne? Ja, aber ja, das stimmt. In also, der Location wäre nochmal Runde 3 gewesen und dann Runde 4 Live-Event und Runde 5 wäre Dings gewesen, Villa. Ja. Ja, und das war wirklich ein riesen Rückschlag eigentlich für uns. Aber sie waren unfreundlich. Seine Seele ist durch, ne? Weißt du, was ich mich frage? Hat einer von euch eigentlich einen Schlag von so einem Teil bekommen? Es gab nur einen. Emre hat fast einen bekommen. Der Polizist hat ausgeholt und ich habe den genau dann weggezogen. Weißt du, was ich gemacht habe? Der war aber auch so, ich film dich. Und der holt aus. Ich denke, Bruder, der holt so gerade aus. Ich mach direkt so, Bruder. So. Egal, wer drauf, Bruder. Klicks, Bruder. Weißt du, was ich mich frage? YouTube-Statement. Die Polizisten, die da waren, ne? Die haben ja bestimmt Kinder. Ja. Meinst du nicht, das sind auch Icon-Zuschauer? Die feiern Icon 100%. Bruder, die Polizisten selber feiern Icon ja voll. Wir hatten vorher, sind ja 2 Polizisten gekommen. Ja. Bevor es so extra Lied ist, ne? Ja. Und die Polizisten waren da, die so, ey, ihr macht doch Icon. Das ist voll krass, wir feiern das voll. So. Ja, und danach sind immer der ganzen Dings gekommen, der ganzen Mannschaft. Ja, okay. Ja, weil die konnten ja alle Autogrammkarten oder was. Ja, Bruder. Aber ja, die haben krass. Icon richtig gefeiert. Ja, bis dann, aber dann ist ein Künstler, der nicht... auf das Auto gesprungen, bla bla, diese ganze Geschichte, ich will gar nicht. Auch die Polizei in Spanien feiert mittlerweile. Stimmt. Jamal, dankeschön. Egal. Beenden das Ganze hier, wir haben leider keine andere Lösung, Leute. Wie entspannt Bensko. Wenn ihr nach Hause kommt, holt euch ein Ticket, Colin zahlt die Rechnung, schickt dem die einfach zu. So, aber danke, dass ihr alle da wart, wir sind Icon 5 und jetzt geht's richtig los. Icon! Offenes Verdeck haben wir schon erlebt. Laufe durch auf Bände und Nacht. Egal wo wir sind, man, wir machen's uns bequem. Hängen mit dem Bladys ab. Wir sind immer noch im Ghetto aktiv. Mache Barakla im Malaga durch Desto Haschisch. Weißt du, was ich krass fand? Der sagt hier, mache Paraklar in Malaga. Ach ja, scheiße. Mhm. Aber auch Shabab. Rasim RS Coupé von Mabea nach Madrid. Woher wussten die das? Woher wussten die das?
Ich schwöre. Hier muss ich aber auch sagen, übrigens an den Musikvideos auch nochmal riesen Respekt an die Kameraleute, die haben mit riesen Druck auch arbeiten müssen. Ja. Übrigens darf man auch nicht vergessen, damit die dementsprechend das noch filmen. Und es war mit den Leuten auch anstrengend zu filmen, ne? Ja, mitten in der Nacht und so. Safe. Darf man nicht unterschätzen. Fick die Welt, hole alles, Habib. Meine Seele ist betäubt, ich habe gar nichts verdient. Herzlich willkommen zur dritten Runde von Icon 5. Krass. Auch geiler Tag. Kam das raus? Ach nein, das ganze, wir haben noch das ganze Live-Event. Wir haben das ganze Live-Event auch noch. Komplett Live-Event. Mit den ganzen Songs. Das sollte eigentlich rauskommen, weil es schon cool eigentlich. Alle Songs, auch die anderen Auftritte. Ja, auch so mit Django, Tano und so. Das hätte man eigentlich auch mal released. Kann man auch immer noch machen. Bonusmaterial. Unveröffentlichtes Material. Ja, so. Voll. Ja. Geil. Ja. Wieso nicht? Wenn ihr Bock drauf habt, kommentiert es gerne. Größte Event, was wir je gemacht haben. Richtig cool war das. Ja. Ja, 100%. Suna und Vito zusammen auf der Bühne. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ist schon krass, wenn man so diese Entwicklung sieht und dann, weißt du, hier stehen die noch zusammen, Brüder. Kämpfen für das gemeinsame Ziel. Und dann gegen das gemeinsame Ziel. Und innerhalb, das war ja die Runde, bevor das passiert ist. Mhm. Ist schon krass, wie schnell sich Sachen ändern können. Ne? Die waren bei Toto noch zusammen. Und einen Tag später war das Battle. Yo. Shit, Das ist krass. Wow, das ist echt krass. Ja, nee, sag was los, verlass mein Notbuch für Mané. Größter Fehler. Ich hätte Adabär so gerne mitgenommen. Aber wen hättest du dafür zu Hause gelassen? Das würde ich jetzt wissen, Alter. Gute Frage. Kennern, von wem? Von den vier. Hättest du eingetauscht? Nein. Also. Sind alle weiter? Seko und Skepta. Kam weiter. Ich hätte sogar... Ne, Bruder Gottlos, Alter. Ich hätte Seko zu Hause gelassen. Okay. Nur die drei? Die drei kamen. Ja, ist gut. Und von denen? Wer ist das? Der dritte? Infinite. Bruder, wie... Jesus Christus Bild noch nie gesehen. Nein, auch alle mitgenommen. Nur Kali? Nee, ist cool. Ja, siehst du? Das ist das, Bruder. Das ist deine Schuld. Yes. Du hast gesagt, nur 17. Ja. Na, hast du dein Bier. Ja. Hättest du uns mehr Künstler zugelassen, hätten wir mehr mitnehmen können. Ja, hätten wir aber weniger Schlafplätze. Ja. Hätten noch zwei andere im Schwimmbad schlafen müssen. Aber Adabär hat mir echt gefehlt, Bruder. Ich hätte Adabär halt echt gerne da gesehen noch. Aber egal, Bruder. So hat er noch mal ein Jahr, um selber an seinem Mindset zu arbeiten, weil wir wissen genau, glaub, was bei Adabär noch fehlt, Bruder. Ja. Ne? Das weiß die Öffentlichkeit nicht, aber wenn wir das sagen, er wird es schon verstehen. Also ich finde halt, der hat wirklich Gas gegeben bei Icon 5 Adabär, ne? Aber trotzdem, Bruder. So, mit Icon 6 soll er mit einem ganz anderen Mindset alleine kommen, Bruder. Sich nicht ablenken lassen. Safe. So. Safe. Mal gucken, was ist auch mal eine gute Sache, wenn die beide mal einzeln kommen. Mhm. Ja, genau. Das hat ja auch zum Beispiel Yassin gesagt. Er meinte, ich liebe Adabär, das ist meine zweite Hälfte, aber ich konnte mich irgendwie besser fokussieren und besser konzentrieren. Oh krass, jetzt hast du Fitner gemacht. Nein, jetzt hast du Fitner gemacht. Er hat es ja nicht böse gemeint, so, weißt du, was ich meine? Aber stell dir vor, du bist die ganze Zeit mit deinem besten Freund unterwegs. Ja. So, natürlich lenkt ihr euch ab. Ja, das hat aber Adabär auch mir am Telefon gesagt. Er meint, ich finde das cool und jetzt gehe ich und dann lässt er mit und das ist perfekt so. Gar nicht auf Fitner gemeint so. Kelmo Ausstatter, Finster Huber auch. Unmöglich.
Ozan, schade, dass Ozan nicht dabei ist. Sehr schade. Also, Ozan hätte auch alles auseinandergenommen. Mokro, auch Mokro so eine Entscheidung. Saki, dein Lieblingskünstler, einfach ausgeschrieben. Dein Lieblingskünstler? War nicht Saki dein Lieblingskünstler oder dein? Boah, wow, was für Lieblingskünstler? Ja, aber die waren doch, fandst du Saki richtig cool? Ja, 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 ja? Ich fand die gut, der ist ein guter Sänger, Bruder. Darf man nicht vergessen. Saki ist ein starker Künstler auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Aber da haben wir gute Künstler verloren auf jeden Fall. Ey, jetzt mal ehrlich, was denkt ihr, wie weit wäre Ozan gekommen? Voll auf Ozan beim Battle-Rap. Top 5? Ja. Echt? Ja. Ich glaube schon. Ich sag Minimum Top 8. Minimum. Top 10 auf jeden Fall, ja. Ich glaube Top 5. Und ich glaube, es könnte sogar sein, dass sogar einer von den Top 5, die jetzt drin sind, sogar nicht der rausgeflogen wäre. Ich stell mal vor, Ozan beim Battle Rap. Wie krass. Tja, Ozan. Wärst du mal da gewesen? Ja. Egal, Brudi. Viel Glück auf deinem Weg. Icon 7 hat er gewonnen. Oh, das war auch cool. Habt ihr richtig gesehen? Hey, was machen wir hier heute? Was wir hier machen, wa? Ja. Wir sind fast schon fertig, ich muss ja ein bisschen spät kommen, aber wir machen heute ein Diss-Track gegen Anika. Geil! Auch geschnitten von Ivo. Ja, und gemixt und gemastert. Auch Ivo geschnitten. Und Recording auch. Genau. Hey, die Dance-Moves. Wer mir in den Bauch rennt, weg vor deinen Problemen, deine Psyche krank, du brauchst Sex. Sitzt deine Schwester im Stream, dann fickst du die Bitch auch weg. Jo, gute Idee. Julienko, ich muss dir einmal Props geben, Baby wollte Hops nehmen, Tanja darf jetzt Kopf geben. Kuchen TV, es gibt ein Tour auf dein Haupt. Nach zwei, drei Schlägen hatte Timmy eine blutige Frau. Du hängst vor Schulen, du Clown, ich hab die Kugel im Lauf. Und fick man deine Mutter, kommt ein neuer raus. Ekelhaft. Dann geht's richtig los. Ja. Ab hier ging's wirklich richtig los. Oder das ist doch ein Film, ne? Guck dir mal diese Bilder an. Ja, wirklich. Oder wie schnell die Zeit vergangen ist. Dieses Jahr war das kürzeste Jahr, was ich jemals erlebt habe. Ja, aber, ja, aber guck mal, wie wir aussehen. Das sieht man uns an, das sieht man uns an. Keine Angst mehr, Leute. So ein cooler Typ, ne? War auch Xandro das erste Mal im Flugzeug? Nein, das stimmt gar nicht. Aber das erste Mal, du hattest richtig, Xandro hatte panische Angst zu fliegen. Das aber weiß ich bin noch. Ja schon zwei, dreimal geflogen. Ja, jetzt sind wir geflogen, ne? Jetzt vorbei. Jetzt gibt's kein dieses, wenn wir 8 Stunden oder 10 nein, Stunden Bruder, ich wollte noch außerhalb jetzt, von Europa ich wollte fliegen. Die Tage nach Malle fliegen. Ja, ja, so. Ja, ja, aber hey, wenn wir jetzt Malle fliegst du? Ja, aber ja, okay. Das heißt, wir können jetzt außerhalb geil. Europa. Ja. Gibt keine Ausreden eigentlich, mehr. Hier, ich kann sagen, ich habe gesagt, erstmal Flüge von 3 Stunden. Nein, 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 jetzt vorbei. Ich kann aber hier offiziell sagen, eigentlich wollten wir bei Icon 5 außerhalb von Europa. Aber das ging nicht wegen Sandro. Aber jetzt vorbei. Icon 6. Dubai. Oh, Dschungel, Burkina Faso, ey. Dubai in der Wüste. Mit Blood for Dingens und so, mit Speer und so, so auf diese Filme, Bruder. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wir haben es gewollt, nimmer, mir ist verschwindet. So, egal wo wir hingehen, wir übernehmen einfach alles. Wir haben sie vorbereitet, die Künstler kommen gleich rein. Tag 1, Challenge 1. Ich bin gespannt, ich bin so aufgeregt. Die Villa ist geisteskrank, dazu kommen wir aber noch später, weil wir müssen direkt die Challenge nehmen, Bruder. Ich hab richtig Bock. Schon da, hab ich diesen Pfeifen gehört. Was ist Pfeifen? Ey, bei Beluga bin ich mitgegangen, ey, übrigens, ne? Oh, geil! Ey, kamen diese Songs auf Spotify? Ja. Ja, ja, ne? Mhm. Okay. Die haben auch alle schon Mio. Walla? Ja. Krass. Beluga geht, glaube ich, auf 3. Du musst dir mal vorstellen, einfach eine 8-Bars-Challenge und die Jungs performen das so, als wenn es ein ganzer Song wäre. Ja, die haben es krass gemacht. Das ist geisteskrank. Die haben es richtig krass gemacht. Aber diese 8-Bars-Challenge war auch eine richtig coole Idee, ja, ne? Ja. Und wem war das die Idee? Von Colin, ne? Von euch beiden, ihr hattet das irgendwie. Stimmt! Warte, weißt du noch, wie das war? Du hast das, du hast gesagt, die sollen ganze Songs. Ne, ich habe gesagt, die sollen ganze Songs machen. Da hast du gesagt, nee, Bro, weil die machen am nächsten Tag schon Songs, das ist ja zu viel. Wir lassen die weniger machen. Und dann aber hast du gesagt, 8 Bars nur. Stimmt, weil vorher war Cypher getan. Stimmt, wow. War aber auf jeden Wisst Fall, ihr, richtig, also war die richtige Entscheidung. Du hast nicht mitgemacht. Wow, nicht, warum lachst du? Wow, nicht. Also, richtig cool, einfach auch für die Künstler so zum Aufwärmen, weißt du? Ja, war cool. Aber egal, nächstes Mal. Hat geklappt. Warum nicht? Ne?
6 Challenge noch Icon 6. 4 Bars. Letztes Mal nicht Icon, mit Adlib. Icon 8, 2 Bars. So. Und dann irgendwann nur Adlibs. Ja. Adlib Challenge, auch interessant. Aber Bruder, Adlib, ich sag dir ehrlich, ich feiere immer noch einfach nur diesen Move, dass wir die da hinrufen und sagen, ey Leute, willkommen in Malaga, das ist die Villa, aber ihr, einer von euch wird die Villa niemals betreten. Ja. Ich schwöre, das ist so gottlos. Ja. Du musst dir vorstellen, wie lange seid ihr gereist, um da hinzukommen? Das ist ja, ihr steht morgens um 6 Uhr auf, sind abends um 23 Uhr irgendwann, kommt ihr da an, fahrt durch die ganze Wüste, durch alles und dann wird euch gesagt, einer von euch wird die Villa nicht betreten. Ja. Rappt jetzt um euer Leben und Barré, auch in der Folge, die am Sonntag kommt, hat auch einige Takte dazu gesagt, weil Barré muss ja gegen Skepta antreten. Ja. Und das war so Barrés Feuertaufe und der war nervös des Todes, Alter. Ja. Also richtig, also die Struktur einfach richtig geil. Aber auch, ihr müsst euch vorstellen, Chat, allein schon auf diese Idee zu kommen, so, wir zerbrechen uns dafür den Kopf, ne? Wochenlang, monatelang, wie kann man geile Challenges einbauen? Was gab's noch nie? Was ist neu? Also wir machen uns da richtig, richtig Gedanken, so, da brennen die Köpfe, muss man sagen. Das ist das Thema, wir geben sehr, sehr viel Wert darauf, was Neues an Show zu bieten. Ja, so was Eigenes einfach. Genau, und bei Icon 6 werden wir wieder unsere alten Ideen wegwerfen und wieder was Eigenes kreieren. Ja, komplett, so. Icon 6 wird nicht ansatzweise so wie Icon 5. Genau. So. Sie hat Manyman, doch keiner ist wie Shabab. Ich komm mit den Brüdern in die Villa, alle Augen sind auf uns jetzt. Langsam erreiche ich mein Ziel, also guck, dass du Karten auf mich setzt. Echolizer, mache euch alleine kalt. Boah, ey, geil bisher. 6 Millionen mittlerweile. Übrigens, Bro, hättet ihr jemals gedacht, dass das so viral geht? Nein. Und übrigens kommt das jetzt auch auf Spotify. Was? Ja? Nee. Ewa. Endlich nach 3 Monaten. Laber. Er soll nach Spotify kommen, soweit ich weiß. Sollte Habt ihr gehört, Leute? Am Mittwoch sollte das eigentlich... Was haben wir jetzt? Ja, geil. Ist schon. An seinem Geburtstag. Was für die Perle. Ach, heute kam das raus. Ja. Jetzt kam das raus. Walla, wie krass. Hey, kam das jetzt raus? Der Song ist offiziell auf Spotify. Also, Leute. Seit 9 Minuten. Streamt das Ding auf Spotify. Wisst ihr Bescheid, was zu tun ist? Schöne Grüße an Pete. Walla, geil. Ja, ist echt raus, ja. Was sie will, kennt sie, will alles. Gar keine Frage, kenn an meinen Namen. Ich habe mi amor verloren für la show. Mein Herz ist tief gefroren, ich sag mal wie pardon. Sie ist loco, denn sie weiß, was sie will ein Bandit, ja sie will mein Coco. Beste Moves, ich schwöre. Oh. Ey, mach mal kurz Stopp. Weißt du, was Colin an dem Tag gesagt hat? Kennern. Wir haben gesagt, wir sind für Kennern, ne? Dann hat der gesagt, Kennern ist ein Muss. Weißt du, was der aber noch gesagt hat, wie viele Streams der Song machen wird? Kannst du dich erinnern? Weiß ich nicht mehr, ne? Was hat der gesagt zu Interpol? Wie viele Streams wird der Song machen? Was für ein Song ist das? Der hat gesagt, das ist ein 5 Mio Song. Der Song hat 6 Mio. Krass. Oder, weißt du, ey, wir müssen sagen, wirklich gleich über Lottozahlen reden können. Ja. Das ist einfach, weil wir das... Prozente, ne? Ja, weil kein wir das Problem, lesen, Bruder. Das ist halt, weil wir das ja auch alle gemeinsam machen. Du ja noch länger, Bruder, deswegen. Ja, du hast so einen kleinen... Du hast schon so ein Mindset. Du hast ja, einen Mindset nach langer Zeit. Das ist halt Erfahrung, wovon wir immer wieder reden. Ja. Ich schieb das Flüschenfick auf Interpol. Von der Seite komm ich schon erwartet und lass dich... Für die Niva riskier ich ein Vierer. Mach's immer wieder. Und vor allem Magie. Sie passiert auf Street, mein G verliert niemals das Ziel, ja Tara. Bin im Banks aktiv, Habib, du siehst 5 G's im Balaklavas. Wieder laufen 3 CVs hinter mir her. Oh! Darf ich kurz fragen? Bei Kali, habt ihr das als Fehlentscheidung empfunden? Im Nachhinein oder seid ihr zufrieden mit der Entscheidung, wie es gelaufen ist? Also guck mal, an dem Tag erstmal live hört es sich nochmal anders an, ne? Und er hatte am Ende ein Luftaussetzer, worüber man hinwegsehen könnte. Das war jetzt kein ausschlaggebender Grund, ihn rauszuwerfen. Das Ding ist, Kali war aber auch am Ende seiner Kräfte. Weißt du, selbst wenn er weitergekommen wäre, hätte er keinen weiteren Song gehabt. Abgesehen davon dachte ich mir, wie wird das jetzt im Verlauf des Turniers noch weiterhin sein? Weißt du, was ich meine? Könnte es noch sein, dass er einen Hit liefert oder nicht? Und ich habe seinen Zustand gesehen, Bro. Weißt du? Und als wir den so rausgeworfen haben, habe ich auch gemerkt, das war die krasseste Promo, die er je hatte, Bro. Ja, für den war das richtig gut. Ich glaube aber, der hat auch in einem Interview irgendwo gesagt, der so, ich hab nichts mehr. Ja. So, wenn ich raus bin, ich hab nichts mehr. Ja. So, wenn ich weiterkomme, ich weiß nicht mehr, was soll ich machen. Ja. Und ich glaube, das trägt natürlich auch so ein bisschen dabei. Ja. Ist ja schade, dass er raus ist. Ich würde mich freuen, wenn Kali nochmal zurückkommt. Unnormal.
Ja. Und ich glaube, Kali ist auch definitiv ein Künstler, der kann sich das Ding holen, Alter. Mhm. So, wenn Kali sich noch ein bisschen mit den anderen Künstlern ein bisschen zusammentut, sich ein bisschen steigert, Kali ist ein Künstler, der kann sich das Ding holen. Ja. Ich schwöre, bester Song, Bruder. Oh, Bruder, ey, zu krasse Songs, ne? Also das war ein Song, wo ich wirklich niemals mit gerechnet hätte, dass der so durch die Decke geht. Doch, doch. Nee, hab ich echt nicht mitgedacht. Allein der Beat. Hab ich echt nicht mitgerechnet. Allein der Beat. Bei dem Song nicht. Ey, weißt du, was krass ist? Einfach, Bruder, man muss einfach nochmal ganz großen Respekt an die Künstler aussprechen. Man sieht's hier ganz deutlich, die haben das einfach live vor Ort performt. Ein Kenner rappt ins Mikrofon, der geht zur Seite, weil der genau weiß, jetzt kommt der Part von Shabba slidet rein, dann wieder Kenner, Vito kommt, Das ist nicht einfach. Wow, ist das schwer. Diese Künstler krank. Ja, das stimmt. Oh, Amiga. Wow. Gott, der Kahba, smoke the street from Tanja. Ich hab Bricks in mein Janta, fahr Ragas from the Zanta. Sitz im RS, gib Kiki im RS. Sie liebt den RS, sie liebt den PS. Zero Tachis im Waraka OCB. Hoya, ja, ich gib Benzin auf alle Enemies. Oh, werde jemand wählen. Wen willst du? Wille Skandar. Gänsehaut. Wow. Stell dir vor, der hat einfach keinen Schluck getrunken. Bro, was? Einfach. Kennst du das? Digga, was ist das? Ich hab das im Vlog gesehen. Ich hab mir gedacht, du stirbst. Bro, du weißt, dass du sterben kannst, wenn du zu viel Wasser trinkst. Ja, das stimmt. Ne? Wasservergiftung. Ja, klar, hab ich dir doch da gesagt. Bruder, das sind legit 10 Liter Wasser oder so eine Scheiße. Du hast die einfach getrunken. Der hat auch nicht mehr aufgehört, Bruder. Oder Kamel. Bruder, bei mir ist das Ding, wenn du sagst, ich besiege dich, dann werde ich bis über alle Grenzen gehen. Das ist mir egal wie. Das ist hart. Deswegen sage ich auch, ich gewinne jede S-Challenge, egal gegen wen. Hol mir wen du willst. Wenn du sagst, ich wette, dann okay, dann ist vorbei. Sobald du sagst, ich wette, dann darfst du dich herausfordern. Das ist Vergiftung, du kannst ertrinken, während du das trinkst. Echt? Ja, ja. Wasservergiftung ist so deine Nieren und irgendwann mal, wenn du zu viel guck mal, wisst ihr, was ihr nicht versteht? Du Luft mehr. Hast du ein Schlechtgefühl danach? Oder nein, weil, guck mal, ihr vergisst die ganze Zeit einen großen Punkt. Ich bin Türke, Jungs. Aber sag mal, wie ging's dir dann? Also gut, klar, du warst Türke, aufgeblasen. Ich bin Türke. Nein, sag mal ernsthaft. Ist ernsthaft. Du hast einen aufgeblasenen Bauch gehabt, aber war die schwindelig oder so? Ich musste kotzen halt. Echt? Ja. Und mir war Dingens, ich war so kurz so knock so. Mein Körper hatte keine Kontrolle kurz. Ey, ich glaube, der hatte sogar eine leichte Wasservergiftung bestimmt oder so. Macht keine Scheiße, Jungs. Also Leute, nicht nachmachen. Das war nur für wissenschaftliche Zwecke. Nur für Wrestler. Von Profis ausgeführt. Guck dir mal diesen Bulli an. Oha! Oha! Der hat zu tun. Der wird mich rasieren. Er macht riesen Schlücke deswegen. Das ist jetzt eine knappe Kiste. Warte, wenn ich jetzt austrinken sollte, habe ich gewonnen? Wenn du das austrinkst, hast du in der Tat gewonnen. Habe ich herausgefunden. Und Bayo ist eigentlich vernünftig. Also, ich meine, vor allem Evo löscht das komplette Video. Er hat mir gestern ein Kompliment gemacht. Ey, der hört mich auf, ey. Der hat mir gestern das erste Mal ein Kompliment gemacht. Ich sitze zu Hause, ich denke mir, hör auf, Bruder. Ich dachte mir, hör auf, und wir trinken. Und der große Bruder filmt es. Wie nein, Bruder? Du hast doch noch alles. Guck mal, Bruder, setz mal an, Bruder. Setz an. Trinken. Setz an. Ja, noch mal. Okay, doch, ist so gut wie. Oh. Ey, du siehst da schon tot aus. Boah, Junge. Auf den Kanal von Bissai! Ha! Bissai! Ha! Bissai! Hast du das mitbekommen? Nee. Das war ein Intro. Guck jetzt, wie es eskaliert. Das ist die Barcelona-Villa. Mhm. Guck mal jetzt, wie es eskaliert, innerhalb von wenigen Sekunden aus dem Nix. Tisch! Aber richtig,
sagen. Oh, die waren warte, so warte. Das ist so ein geiles Konzept. Ja, die waren ja? Richtig lustig. Das ist richtig geil, Alter. Ja. Wow, richtig cool. Warte. Tisch. Das ist doch schwer. Nein, das mach ich nicht, Bruder. Tisch. Ja. Es geht weiter mit dir. Ja, genau. Okay. Steinball, Panzer, Jaggerot, Saiyajin, Dolchwebs, Kakarot, Essen 4 und 5, wie ist ein Ruheporter? Es gibt auch Leer, so ein schlechtes Gefühl. Jungs, sind in Malaga, die beschweren sich. Nein. Guck mal, der ist weißt du warum? Ich hab keinen Schlafplatz. Ja, geh weiter, Gero. Warte ja, mal. Das schlafst du nicht. Also, du hast dein Bett gesehen. Ich schlaf auf dem Sofa. Wo schläfst du? In meinem Workbook. Siehst du? Ja, wusste. Oh mein Gott. Ja, wusste. Ja, wusste. Jetzt komm, Matsch! Ja, wusste. Ja, wusste. I can't understand you, brother. Ihr habt den einfach beleidigt. Also, I can't understand you. Weil der Araber war. Oh, ihr beleidigt den einfach, Bro. Ey, das hat was drauf. Verfahren! Was? Ben. Reißverschluss Pfeffern. Pfeffern. Reißverschluss Pfeffern. Die waren lustig, Alter. Reißverschluss Pfeffern. Ja. Guck mal her. Der ist aber mehr gestorben. Guck mal, ich. Oh mein Gott. Gib dir mal diesen Coach. Oh mein Gott. Guck mal, wie er aussieht. Als du dich da gesetzt hast? Wiggy? Gib dir mal diesen Coach. Und weißt du, wo ich meine Füße getan habe? Auf Tisch da. Diese Holztisch. Bruder, warum bist du immer der Jünne, der das abkriegt? Keine Ahnung, Bruder. Ich hab echt ein komisches... Ey, und der fragt mich noch, Bruder. Lass mich bitte da schlafen. Da realisierst du langsam, guck mal die Augenringe, die Biggie hat. Yeah. Das ist Tag, wie viel ist das? Tag 3, 4? Das war relativ früh noch, 2 oder so. Tag 2 oder 3. Es ging direkt los. Also das haben wir nicht vergessen, dass Biggie auch einer der, den, so auch einer, der hatte den größten Druck auf sich. Ne? Ja. So, das ja. darfst du nicht vergessen. Ja. Das stimmt. Dementsprechend, das ist harte Arbeit, Alter. Das stimmt. Bitte, Bruder, ich kann nicht so. Und nee. Was hast du gesagt? Nein. Warum? Nein, der hat umgedreht. Der hat geschlafen. Kennen, der so. Ja, so, du hast schon einen stabilen Körper, ne? Aber sei ehrlich, steckt doch was hinter, Bruder. Komm mal, komm mal mit, komm mal mit. Guck jetzt. Nein, Bruder, ich der gesehen. Ist nicht der Richtige. Ich brauch ein Liegestütze-Duell gegen dich. 20, also komm, Junge. Hat er dich links gewonnen? Oh, Walla, McDoom. Passiert einfach gar nichts. Guck mal, Pokerface, Bruder. Komm, nix. Einfach Sanjo. Guck mal, er starrt ihm in die Seele, McDoom. Der McDoom hätte das noch 24 Stunden weiter machen können. Der schläft so eine Nacht. Der schläft so. Ich Start schon. Ich hoffe, meine Mutter macht das nicht wieder. Der hält sich fest. Mach das nicht wieder, Bruder. Tschüss. Seine Karriere vorbei. So ein Film, Bruder! Wie geht's denn auf mit Platz? Wie lustig das wär! Wenn was ist, bitte lauft einfach weg! Ey, warum? Ja, das sagst du zu Biggie! Das sagst du zu Biggie! Ich roll weg! Dreh um, Wallah! Wallah, dreh um! Ey, Jungs! Ey, Wallah, wie lange ich hab Wallah, ich hab Angst! Ey, Wallah! Lost Place, kennst du Lost Place? Hast du das nicht gesehen? Das hat fast 400.000 Klicks! Echt? Was ist das? Geistkrank. Wir waren in diesem Schloss da, wo wir auf diesem Berg. Mit diesem nicht mit dem Blut und so. Da waren wir drin. Okay, krass. Aber das war doch auf dem Weg. Wieso hat der da schon Angst, Bruder? Ja. Da war doch noch gar nichts. Ich weiß. Wir fangen gar nicht so an, ey. Wir hatten bis jetzt drei. Ey, warte, guck mal. Wir haben Fahrrad, Krankenhaus und Beschreibung. Auch geil. Was? Nicht Krankenhaus. Ey, fast. Ja. Was ist denn? Ambulanz. Du bist am Ende. Wer arbeitet im Krankenhaus? Die Schwestern. Oberärzte. Aber nicht ein normaler. Fahrrad, der eine Nase gebrochen hat. Wo gehst du? Ey, ganz kurz Pause, ne? Ich finde so, man sieht da in dem Vlog schon, so Hasuna, guck mal, alle anderen sitzen so zusammen, Hasuna so ein bisschen weiter außerhalb, ne? Ja. Habt ihr das auch mitgekriegt, so diesen Vibe schon? Ja, wir haben es
Bruder, wir waren doch jeden Tag mit denen. Ab Runde 2 ging das schon los. Ich hab dich doch angerufen. Nee, ab Runde 3. Nach Runde 3 ging das richtig los. Nach der Bühne. Ja. Ich hab dir das doch schon gesagt, Bruder. Aber ich hab das gar nicht so richtig, das jetzt so, das erste Mal, dass ich so wirklich, ich hab's ja gar nicht mitgekriegt die ganze Zeit. Das erste Mal, dass ich den so sehe, so außerhalb, und man sieht auch in seinem Lächeln, der fühlt sich ein bisschen unwohl, vielleicht schon ein bisschen so auf Krampf außerhalb so bisschen, ja, von den anderen Künstlern so. Auch am Flughafen, also auf dem Hinflug nach Malaga, war er auch die ganze Zeit alleine. Krass. Also alle so mit einer Gruppe. Krass. Und er dann meistens so mit uns oder alleine. Boah. So. Ich würd Hasuna auch noch einmal gerne bei Icon sehen. Ich sag dir so, wie es ist. Ich weiß nicht, ob direkt beim nächsten Icon, aber ich glaube, Hasuna wäre so ein Künstler. Ich würde mich freuen, wenn Hasuna nochmal. Vor allem, das wäre wie so ein Ding wie bei Kenner. Bei Kenner wurde sein Hack genommen. Ja. Hasuna, der könnte voll platzen, ne? Ja, Hasuna könnte richtig platzen, ja. Und kann kommen. Ich hätte einfach Lust, so eine Story zu erzählen, so von einem Künstler, der, weißt du, diese Vergangenheit hinter sich hat, weißt du, das alles durchgemacht hat und dann nochmal einfach aus dem Dreck kommt und sich alleine hochkämpft zum Ende, so, ich glaube, das könnte, doch, das könnte echt krass kommen. Ja. Ja. Was hat das mit Beschneidung zu tun? Ich weiß es nicht, aber es reibt sich auf Animation. Ey, Bruder, hör auf damit! Sag mir jetzt das Wort! Bruder, der Wille! Sag mir jetzt das Wort! Das ist einer, hör auf! Guck mal jetzt! Bruder, der Wille, der macht ja das extra! Guck mal jetzt! Gravitation! 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 War das Wort! Beschneidung! Bruder, wer? Aber ja, wie der? Heißt das auch noch? Ihr habt dich verarscht! Ey, ihr wusstet das! Ihr habt das doch gemacht! Ja, sie hat verstanden! Die haben, das Wort war Gravitation. Yeah. Und das war Tabu. Und der hat die Wörter erklärt, die unten standen. Krankenhaus, Beschneidung und was anderes. Aber das hat doch nichts mit einer Gravitation, Erdanziehung zu tun. Der hat einfach das erklärt, was die Wörter unten waren. Die haben, weil der wusste, der erklärt das, was da unten steht. Die haben den einfach verarscht, den jetzt hin. Aber wie er das versucht hat mit reimt sich auf Animation. Ja, das wäre auch ein starker Reim, ne? Krasser Versuch. Deswegen haben wir doch direkt... Guck mal, das ist Boah, das Yo! Yo! Stimmt mal auf, Mann! Ey, wer noch einmal meine Cola anbestellt? Alle sind zu McDoom geworden. Jetzt guck, achte. Willkommen. Ah, nein, schade. Hast du das gesehen? Was? Oder weißt du noch die Nachricht? Als ich in die Icon Crew Gruppe geschrieben habe, Leute, SOS, wir sitzen im Fahrstuhl fest, es wird langsam eng mit der Luft. Ja. Das ist genau die Situation. Aber war das gruselig für euch? Also wirklich gruselig? Oder? Bro, Retalk, wir konnten uns keinen Millimeter bewegen, Bruder, weil da fast nur Fettsäcke drin waren. Ne? Also ich, Akau, also wir zusammen, Bruder, schon hart. Und also wir konnten uns nicht bewegen und wirklich nach 20 Minuten hat man wirklich gemerkt, die Luft wurde dünn. Also wurde immer weniger. Das ist nicht schön. Ja, das ist echt nicht schön. Gar nicht schön. Oder meine größte Angst im Leben ist, im Aufzug stecken zu bleiben. Ne? Ihr habt einfach meine größte Angst dadurch gemacht. Azur hat. Will einer wissen, wie das ist? Wie, du willst wissen, wie das ist, Bro? Das ist nicht schön. Also einmal die Erfahrung, um mitreden zu können. Der Azur hat richtig Panik bekommen am Anfang. Der so, ich kann das nicht und so. Der hat gegen Tür geklopft. Shabab war komplett Knockout. Der hat gar nichts mehr gesagt. Und Barry war die ganze Barry kennt den Film, so, weißt du, der spielt den Film. Der wollte noch genug Sauerstoff tanken. 450 Kilo, Nick. Bruder. Oder du, ich sag, wie aber warte mal kurz. Warum seid ihr denn überhaupt stecken geblieben? Zu viele Leute. Zu viele Bruder, wir sind mit viel zu vielen Leuten da reingegangen. 450, oh, okay. 450 Kilo maximal. Ja, Bruder. Und wir waren bestimmt bei einer Tonne. 120 plus 110. Wie, was soll das denn? Ich sag 100. 100 plus 120. Oh, oh nein. Hat's geknackt? Ja. Nein. Oh. Nein. Du hast meine Mutter kein Netz. Oh. Guck mal, sein Blick. How many people is in the elevator? Six. Why? But now when I look, I see six person can eintreten in this Aufzug. Maybe you guys are too heavy. Diesmal die Frage richtig. Ey, wie gechillt war der Typ? Der so, how many people? Kann ja, wir sterben gerade! Der hat ja auch Ruhe. Was? Wart ihr 20 Minuten oder so? Nee, wir waren über 45 Minuten da drin. Fast eine Stunde. Und nach 20 Minuten wurde schon wirklich richtig so... Wie haben die das dann gemacht? Die haben dann... Bro, am Ende hat Vito von außen gedrückt, also mit seinem Fuß und so, und Azur von innen. Weil wir hatten keinen Bock mehr zu warten, Bruder.
Und wären Vito und die ganzen Jungs nicht da gewesen, keine Ahnung, wann die gekommen wären, Bruder. Wie seid ihr da rausgeklettert? Wir haben den Aufzug kaputt gemacht. Habt ihr nicht Final Destination gesehen, Alter? Nee. Boah, übergeiler Film. Habt ihr das nicht gesehen? Die stecken im Aufzug fest, die versuchen rauszu... Und während die rausgehen, der Aufzug fällt runter. Kopf ab, Arm ab. Der Bruder, der macht Zorn daraus. Oder Bruder, ja, der hat einen Schuss angenommen. Habt ihr das nicht gesehen? Hast du gesehen? Die Szene kenn ich nicht, ich kenne nur krank, das mit diesem... Bruder, das ist gefährlich, ja. Aber Vito hat dann von der anderen Seite gedrückt mit zwei anderen Jungs, mit voller Kraft. Dann hat die Tür ein bisschen geöffnet und wir dann von innen. Und dann der Erste raus, Zweite raus. Und dann ging es auf einmal komplett auf. Und dann stell mal vor, so der Dritte, so weil das Gewicht sich verändert, plötzlich der Aufzug... Boah, Bruder, Alter. Und dann fährt weiter. Und dann steht da ein Spanier, ne, und meckert uns an. Ja, por favor, puta muta, Bruder. Weißt du, wie viel Beleidigung der gehört hat? Por favor! Ich schwör's dir. Wir sind da fast gestorben, der meckert uns an, Digga. In Siblis. Ah! Wow! Wow! In Siblis! What is this? Woran erkennen Theater in Siblis? Da steht doch Ensembles! Oh! Ensemble! Liste Ensembles! Ensembles! Oh! Skandal! Einfach nackt! Nein, nackt? Eieiei! Eieiei! Der Pool war nicht tief, ne? Nee. Mit Maske, oder? Warum der Rest hat? Guck mal, Bruder, ehrlich. Ey, habt ihr das gesehen, dass er sich selber gewaterboardet hat? Ja. Maske? Das war voll krass, Alter. Ja. So, der konnte legit nicht atmen, ne? Ja, ja. Ey, ich geh mal schnell auf Toilette, ja? Wollt ihr weitermachen oder stoppen? Wie du willst, ja, gehen. War, okay, wir warten. Wir beantworten so lange ein paar Fragen einfach. Genau, Chat, stell ein paar Fragen. Was geht, Chat? Ey, wollt ihr was snacken? Chips, Mips? Schoko. Die Mikasa kaum ist. Da? Echt? Ja, klar. Von nee, Brate. Ich schwöre, gib mir so einen Chupa Chups. Welche Farbe willst du denn? Grün. Was ist das für eine Frage? Ey, es gibt fast keinen Grün mehr, ne? Alle nehmen Grün. Oh, blaues Cola, das ist auch noch da. Irgendwie versteckt, haben die nicht. Also, gib mir so einen Brate-Kaugummi auch. Echt? Ja, ich schwöre. Die sind gut. Wie funktioniert das? Einfach drehen. Wie ein normaler Automat. Da kommt nichts raus. Echt? Dann. Musst du 1 Euro reinwerfen. Wie alt ist Conny? Ich bin 32. Sind die noch gut, Bro? Ja, normal, Bruder. Ja, warum? Findest du, das ist gut? Dreh mal noch ein paar Mal, da kommen bestimmt vernünftige noch raus. Eine All-Size-Icon. Colin blau oder grün? Colin ist 3 Jahre älter als meine Mutter. Tschüss. Bro, ey, dann ist deine Mutter ja... Ah, ich will nicht über deine Mutter reden, aber dann ist sie ja 29. Ja. Wie alt muss der denn sein? Krass. Mit 29. Sagen wir, der ist 15. Dann hat die Mutter den ja mit 15 gekriegt, so. Checkst du, was ich meine? So, damit wir jetzt sind, so, das ist suspekt, Bruder. Das ist echt suspekt. Also, wie alt bist du denn, Bro? Und wenn der jünger als 15 ist, dann würde ich mich fragen, was machst du noch wach um 0:30 Uhr? Mhm. Boah, du hast das Thema richtig analysiert gerade. Ja, ja. Just Sam, vielen Dank für dein verschenkten Stufe 1 Sub. Colin, denkst du, irgendwann zahlt sich alles aus? Ne. Doch, alles wird sich auszahlen. Wir machen gerade die Vorarbeit für eine unglaublich geile Zukunft. So, ich bin wieder da. Hey, wow. Ja, komm. Let's go. Wo ist Tobi? Tobi, Alter. Tobi ist, glaube ich, hat auch mit Leben abgeschlossen seit Icon. Ja, grün. Wenn du grün nickst, kannst du danach direkt schwarz machen. Aber du kannst schwarz auf schwarz machen. Aber das ist doch der Sinn von diesen Kanackenregeln, Bruder. Alle Bezeit, Emre. Und du, Sandro, allem du redest nicht. Du bist so komisch. An die ganze Kamerateam. Kamera. Ach, Dünya! Ach, Dünya! K? Ach, K, K, K. K, hi! Hi! Kartoffel. Aftershave. Ah, ah.
Amen. 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 Ah! Stangeneis heißt das, nicht was? Wassereis. Was? Nein. Das ist Skandal, größer als Skandal selber, Bruder. Ich schwöre auf alles. Nein. Wassereis. Oh, baust du 4 auf einmal? Ey, Bro, wie methodisch der einfach ist mit seiner Brille. Weißt du, wie der aussieht? Wie Heisenberg, Mann. Bruder, ihr müsst euch vorstellen, es ist 7 Uhr morgens. Er baut da 4 Oschis, Bruder. Arnie, du kannst ein Geodreieck daneben, ein 30 cm Lineal aus Schule, reicht nicht aus, Bruder. Frisch aus der 4 Schule. Dinger, Bruder, ganz Malaga war auf einmal benebelt, Bruder. Und das 10-mal am Tag mindestens. Der ist ein Charakter, McDoom. Dann jagt er Füchse. Aber guck mal, wie viel Liebe und mit Methode der rangeht, weißt du. Aber das war aber schon der Punkt, wo der... Der da schon nicht aufgegeben. Ja, ja, das war schon nach Tag 2. Kein Wunder, weil darum um der 4, Bruder. Aber guck mal, wie dreist ich denn noch frage. Ja, du machst das immer so genussvoll, so mit Liebe. So, guck mal, Zentimeter für Zentimeter. Ja, kein Kiefer, ich bin Walzer. Wie viel brauchst du am Tag? Kommt drauf an. Aber was war das Höchste, was du gebraucht hast? Keine Ahnung, 50. Oha! Was? 50? Wow. Das will ich sehen. Bruder, 50? Oder bei 50 hat der von Daseland gesehen. Bestimmt. Da war der selber da, Bruder. bei 50 war der Phantasialand. Ey, Bro, das heißt 2 Joints die Stunde ohne Schlafen, 24 Stunden, ne? Ach du Scheiße. Das ist schon krass. Jede halbe Stunde ein Joint. Twitch, wir distanzieren uns von sämtlichen Drogen. Substanzen. Konkurrenz für Snoop Dogg. Ja, wie 50? Ja, 50. Voll selbstbewusst. Yo! Wieder! Schau mal, schlapp auf den Tisch, Mama. Meme, nein, nein, nein. Kein Eier. Fester. Fester. Marmor, Mama. Schrei mal. Das ist Marmor. Wo du warst in dem Pool wirst. Stuhl. Ja. Ja, mit dem Skandal war das. Mit Skandal? Der war das ja, auch? Ja. Aber nicht heute. Wann denn? Das war vor ein paar Tagen, wo du sagtest, hol die Schüler raus. Jetzt willst du mich schon noch verarschen. Nein. Oha, einfach Aussage gemacht. Nein, das ist nicht von heute. Ich weiß, was von gerade ist. Das ist nicht von heute. Das ist von heute, Skandal. Ich versuche nichts verarschen, Digga. Hä? Der Colin hat mir gerade geschrieben, das ist deine erste Verwarnung. Und dass du dafür mit deinem jemand herausfordern musst. Ansonsten musst du Koffer packen. Schoff Koran? Das ist kein Spaß. Digga, du schmeißt hier Sachen in den Pool, das geht nicht. Das ist erst gewesen, dass das. Oder warte mal, ey, stell mich mal nicht so bloß. Ich hab den Stuhl geworfen, aber ich das ist mein Stuhl. Okay, weißt du was? Ich schwöre auf alles dafür, dass du so ein Maniac bist und mich zinkst. Aber nein, warum zinkst du das heute? Okay, ich fahr das doch. Ja, aber Bruder, das ist doch. Das ist aber nichts passiert. Herr, lach, Kanan. Heute Abend wird Colin kommen. Du weißt auf jeden Fall Bescheid. Bro, was ist, wenn eine Drohung Colin kommt? Bruder, es hat einfach Spaß gemacht, Kenner zu Dingen. Und er hat das immer geglaubt. Wie lange hat er das geglaubt eigentlich? Die ganze Zeit, danach, die ganze Zeit. Er wusste, Kamera filmt er, deswegen hat er auf Ding. Aber danach war er die ganze Zeit so. Bro. Oh nein, er hat einfach sein Leben genommen. Damals sagt man nur, Wallah, hör auf damit, Bruder. Gut, ist ein Stuhl, Bruder. Wallah, auf eins jetzt? Ja. Ich wusste, dass Wallah sagt, ja. Bereite dich vor. Platte! Dich eines Platte! Ah, boah, Bruder, Alter, ich schau auf alles, du bist richtig schlecht. Ja! Ja. Hey, Jungs, warum ist hier Rauch? War da ja auch wirklich, ne? Warum ist hier Rauch? Was macht ihr da? Biggie, hör auf! Nein, hör auf damit! Das war alles Barrets Idee! Damit fangen wir gar nicht an, Baru! Barre, Bruder! Barre! Nein, das ist Gebüsch. Nein, geperrt. Das ist so leer, Bruder. Ich werf das in Gebüsch, als wenn du nicht. So ganz normal, Bruder! Ganz normal, ja! Ja, kein Wunder, die haben die ganze Villa zum Aschenbecher gemacht. Und dann beschweren die sich, warum der Pool nicht durchsichtig ist. Ne? Weißt du? Warum ist das Wasser nicht so hell? Warum ist das Wasser so dreckig? Ja, hat Langeweile bekommen, Mama. Wusstest du wieder deinen Einstieg machen? Mach mal. Fick deinen Bug vor Fandi! Lauf, lauf, lauf! Ein Klassiko! Ein Klassiko! Ein Klassiko! Auch ein geiler Tag. Was? Siehst du halt hier?
know. Mit Wildberry. You know. Hey, Conne, was ist das you know what I'm saying? Ja, Schala, was ist das für eine Kette, Bruder? You know what I'm saying? Ja? Wild, oder? Wow, Bruder. Seht ihr, das war swagged out. Und zwar nicht nur im Glas, Cousin. Du weißt. Yeah. Ice on my wrist, ice on my neck, ice on my chain, everything. Ice on bling. Wie viel ist dein Outfit wert? Wir fangen an mit den Schuhen. Die Musik. Schuhe, Gucci, Prada, Combo, Kollaboration, 2000 Euro. Wow. Hose. Vier Scheine. Ist das eine Skinny Bracker? Das ist Skinny Bracker von Gucci Vuitton. Ich kenne mich richtig gut aus. Ne? Basic Tee, 5 Euro H&M. Cap, 10k, mindestens. Deine Ketten. Ice out wrist on my Gleazy watch, Bruder. Einfach watch. Ice out on my chain, on my necklace. Nochmal 25k. Hey. Und die Brille? Ice out on my glasses. Auch 25k. Ey, es gab Leute auf TikTok, ne? Die haben das wirklich geglaubt. Echt? Die schreiben, ja, Hauptsache die Künstler müssen auf Boden schlafen. Boah, Alter, ah, Alter. Wie geil. Das ist schon hart, ne? Was macht ihr mit mir? Hast du das gesehen, Sandro? Wow! Kennst du das? Ja, ich hab's gesehen, Alter. Auch 25k. Biggie, Alter, ich schwör, wenn ich dich sehe wieder, ne? Wie wollen Sie Haarschnitt? Ne? Lass mich vom Friseur. Das ist doch erfahren, oder? Oder hat er ja, mir eine gegeben, ne? Ja. Ja, musst du gucken. Wollen Sie die grauen Haare weghaben? Nein. Weil Sie schon wirklich alt geworden, muss ich sagen. Also, das ist ein Teil von mir. Mhm. Das macht mich auch, also, ey, Biggie ist so lustig, ne? Alles gut. Das macht der immer, Alter! Ja, Mann. Vielleicht hätte ich ja jetzt besser beim Bewerten. So, man macht dich erstmal sauber, weil du bist dreckig. Wie lange machen Sie den Job schon? Also den Job mache ich schon sehr lange. Also ich bin wirklich immer dabei gewesen. Ja, was soll er, ja. Bruder, der hat mich, jetzt guck mal, jetzt kommt der krasseste Moment, ne? Der fängt mich an zu, der wird mich beinahe noch, musste echt alte Luft holen, der hat mich beinahe umgebracht da, ja? Deswegen redest du auch nicht mehr, ne? Deswegen rede ich auch seitdem nicht mehr, ne? Guck mal jetzt. Kunden, da hab ich, krieg ich die Krise, aber sonst ist alles cool. Bequem, oder? Sehr bequem, ja. Bequem, oder? Das geht. Oha! Das hast du gesehen, wie der gezogen hat? Oha! Biggie, cool. Aber wenn du das nächste Mal... Okay. Wie lange sind Sie schon hier eingestellt? Ja. Auf jeden Fall. Ein Anruf. Ich komme gleich, ja? Er macht es schon seit 2 Tagen, er kann es. Ja, ist besser so. Ey, übrigens auch nochmal, ey. Props an den Friseur, ne? Ja. Schublade, ja! Super, ja! Schub! Ey, du und Biggie, ihr seid richtig tight geworden, so, ne? Ja, ja. Biggie und ich sind nach Icon echt sehr eng geworden. Ja, wir sind beste Freunde, so, mittlerweile. Also, der hat halt denselben Humor wie ich. Ich verstehe mich mit denen auf Augenhöhe. Super Typ, oder? Ja. So. Das sind auch mega witzige Streets, aber wenn die hier zusammen sind. Ich schwöre, richtig lustig. Ich guck die auch immer so. Du und Biggie, ihr seid voll lustig. Ja. Sturmmaske! Nein. Sturm. Oh, dich pack ich jetzt. Wallah, komm jetzt. Gib mal dein Wasser. Sag ich bitte. Du hast genug trinken in der Villa. In der Villa. Wo ist der hin? Wo ist der hin? War das erste Mal, als ihr aus der Villa raus wollt? Ja, das war dieser Freizeit. Der Outlet-Bahn. Ja. Trink einfach weg, Walla. Du hast dich mal einen Schluck genommen. Walla, weg einfach. Oh mein Gott. So haben wir gemacht. Bist du hässlich? Ich hab nichts gehört. Alles, was ich beleidigt habe. Ach, ich liebe dich. Du siehst Räuber. Azu. Azu. Azu ist krass. Den kannst du schreiben. Du kannst schreien, wie du willst. Schrei mal. Azu! Wow. Schau mal lauter. Ew! Der ist krass, Wallah. Der steht niemals ich weiß, auf. Wie schnell der ist richtig schnell. Weißt du, wenn der aufstehst? Ey, Azu, Bruder. Ey, als wir in Barcelona waren für die Musikvideodrehs, ne? Das war noch Marbella. Als wir aus Marbella nach Sevilla gefahren sind, losfahren wollten. Wir haben in Marbella ein Video gedreht, wo wir den Boden angezündet haben mit Benzin, direkt vor der Villa, wo dann die Künstler auf so einem großen Wagen saßen, einfach nur für die Szene. Und wir haben diese Brandflecken nicht wegbekommen. Vom Boden, weißt du?
Und wie mein Ziel war es, keine Sorge, der Besitzer hat es nicht gemerkt. Wir haben es geschrubbt um morgens 7 Uhr, ne? Ja, 3 Stunden lang. Guck mal, die Flecken waren noch nicht komplett weg und wir haben unser Auto dahingestellt, damit, falls der Besitzer kommt, diese Flecken nicht sieht und wir direkt fahren können. Weißt du? Und ich sag zu Azu, guck mal, Azu, wir müssen hier weg, bevor der Besitzer da ist, damit der uns gar nicht darauf anspricht. Bruder, alle sind wach, alle sind im Auto, Azu liegt noch im Bett. Ich bin 10-mal runtergegangen und musste den wecken, bis er dann kam. Bruder, das ist krass. Ich weiß, ich verstehe auch nicht, wie jemand so tief schlafen kann. Ja, das ist krass. Nee, den kann eine Bombe einfallen, der steht nicht auf. Geisteskrank. Braka. Braka, Boy. Alter, der hat einen Schlaf, Bruder. Der hat doch jeden Tag die Schule verpennt. Der ist weg, Alter. Guck dir das weg einfach. Bruder, was ist das für ein Schlaf, Junge? Den tiefsten Schlaf der Welt, Wallah. Bruder, wir müssen proben, also. Ich wette, ihr könnt weiter schlafen. Hau mal 16er jetzt raus. Komm, jetzt auf Stelle. Jo, ich komm vom Blatt. Bei den Texten hab die Zeit, bei den Gossen nicht vergessen. Wallah, geil. Stefan, du stehst jeden Morgen ihm so ein Wahid auf. Ich automatisch für eine kleine. Wow! Sag mal I. I. Oder nehmen wir. Fangen wir mit J an. Ja, J. I. I. N. 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 Was hast du gerade buchstabiert? Was hast du aber ich hab I nicht N gesagt. Ich hab nur J nie gesagt. Hab ich nicht. Sag Walla, du hast kein M gesagt. Habt ihr. Sag Walla, hab ich gesagt. Walla, hast du was gesagt. Dann hab ich gesagt, aber nicht sei mal N. Reicht Alter. Einfach Suna gerade rausgeworfen. Alter, das sind immer so die traurigen Momente bei Icon 5. So starke Künstler entlassen zu müssen. Tut echt weh, muss man sagen. Du hast es gesagt, das wird keine einfache Entscheidung, weil das Ding ist, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo jeder talentiert ist. Ja. Jeder einzelne von denen könnte ein Star werden. Ich fand auch im Großen und Ganzen von Azu, das war ein besseres Gesamtpaket. Der Song war einfach runder. Stopp, bevor du hörst! Stopp! Stopp! Bevor du die Szene machst, das war 5 Minuten vor der Entscheidung. Nein, also, doch. Nach der Entscheidung. Nein, das ist nach der Entscheidung. Jogi, ihr habt doch gerade gesagt, wir haben den gerade. Das ist keine einfache Entscheidung heute. Nein, ihr habt doch gerade gesagt. Nein, das war nachdem wir den rausgeworfen haben. Der hat doch direkt der erste Satz, weil wir haben gerade das Suna rausgeworfen. Doch, wir haben das Suna rausgeworfen. Ah, nee, aber du, wir mussten noch was drehen auf jeden Fall. Irgendwas mussten wir danach noch drehen und du musstest dann ein T-Shirt wechseln. Dann bist du hochgegangen, hast dein T-Shirt erstmal gefüllt. Dann musste Colin die ganze Zeit warten, da war der auch sauer auf uns. Wie der lacht. Ja, aber guck mal, weswegen? Guck jetzt weißt du warum. Musikvideo-Ankündigung musste. Siehst du? Das meine ich. Und du warst sauer, weil du das T-Shirt nicht anziehen konntest. Im Ganzen von Azu, das war ein besseres. Einfach gleich drehen. Der Song war einfach runder für mich. Wow! Hey! Hey, hallo! Junge! Hey! Der war ganz geil. In dem Moment hätte er dich aufgefressen, Bruder. Boah, ich hab den noch reingemacht. Bar, Bruder! Boah, der ist einfach Bar, warum Bar? Boah, war krass. Boah, was ist das? Bruder, das schmeckt nach, keine Ahnung, Vanille, Bruder. Was labert der Wallaby da? Bruder, das ist doch kein Tzatziki mehr, Bruder. Vanille mit Gurken. Das ist eine Sauna, ich schwöre, die stinkt unnormal. Boah, die stinkt, die stank sogar. Du gehst einmal rein und riechst. Du musst einmal rein und riechst. Geh einmal, bitte. Aber bitte, lass mich das filmen, ich will das einmal gerne in dein Gesicht sehen. Guck, lauf rückwärts rein und riech. Boah, das war so ekelhaft, ne? Ich schwöre. Warum hat das so gestunken? Mann. Hart! 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 Da hat jemand sich in die Hose gekackt, Digga! Ich kann erst bei mir sowieso! Und die zeigt mir! Nein! Guck mal, wie die Geier, Alter! Das Thüri-Bono! Danach! Ah! Spiegelei! Hast du diese Kombo schon mal schlimmer als Arias bei Mayo und Spiegelei? Ja! Ist okay, Bruder, ich will es mir geben. Ich schwöre, ich will es dir auch geben. Ah, Junge, sagt ja so. Als Bro. Alternative zu dem Essen, was es da gab. Ja, Alter. Ey, ja allem, okay. Vor allem, ja, wenn's mal Essen gab, dann ja, war's, da ist so eine Ordnung. Das ist wie, keine Ahnung, Bruder. Du, privat, ich esse auch richtig perverse Sachen, Bruder. Das ist eigentlich so eine gute Mahlzeit. Fertig, du widerliches Stück. Mayonnaise mit Ei, Bruder? Oh mein Gott. Warte, geh mal raus. Nein! Walla, geh mal raus. Was meinst du? Ab! Pack ab. Bitte deine Koffer! Nimm dir mal einen Moment, schmeiß das mal weg! Weißt du was, ich verlasse jetzt von alleine. Also regelt das. Wie geht das? Du bist ein Mann.
geh den ersten Step hoch und zeig, dass du ein albanischer Adler bist. Das Ding ist, Bruder, wenn du der Erste bist. Ich glaube, Biggie hat wirklich Angst, ne? Aber guck mal, ganz gut. Das ist so, ganz kurz, das ist ein gutes Beispiel für Skandal, dass der mit seinen Worten Leute dazu überzeugt, das zu machen, was der möchte gerade. Mhm. Das ist so krank, Alter. Der könnte jeden dazu bewegen, egal was der will, zu machen. So. Skandal kann sehr gut mit Psyche spielen auch. Das Skandal ist krass. Und das ist ein guter Schachspieler. Halt, ja. Also der Bruder ist extrem schlau und raffiniert, muss man sagen. Das ist ein Fuchs. Geisteskrank. Einmal auf den Bühne. Ey, Mann, tschüss! Da war Schatten, da war Schatten aber. Da war Schatten, was war Schatten? Ja, wegen Lichter, wegen Lichter. Puppe, 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 Puppe! Puppe, 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 Jubel! Biggie, wo sind deine Nüsse? Ah, der Blick. Nein, sag mal bitte, wer? Oh, der arme Bruder. Oh, der ist super. Verrate mir, wer das war. Boah, wie fertig der ist, Alter. Der wollte nur seine Nüsse. Ich glaub nicht schon. Guck mal, wie locker der Lidl. Ey, aber jetzt mal ehrlich, Colin oder Sandro. Hattet ihr auf dem Schirm, dass Biggie so ein witziger Typ ist? Nee, gar nicht, Alter. Biggie ist so. Ich schwör's dir. Ich glaub tatsächlich, der hat sich schon viel mehr geöffnet. Ja, 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 ja. Und das ist wichtig, das steht ihm auch. Ey, ich sag weil das gibt ihm dieses persönliche Image auch für sich, weißt du, was ich meine? Ich glaube, viele Künstler würden davon profitieren, wenn die ihre, so diese Coolheit ablegen würden. So dieses, hey, ich bin Künstler, ich bin Star, whatever. Zeig ein bisschen deine Persönlichkeit. Biggie, mach's vor. Ja, Biggie, mach's vor. Hat der gut gemacht. So, Biggie hat auch gesagt, dieses Jahr werde ich meine richtige Art rausbringen. Der meinte auch zu mir, durch euch konnte ich mich nochmal noch mehr öffnen. So. Und so viel Emotion auch, wie Biggie gezeigt hat, auch während den Challenges und während seinen härtesten Momenten, also war wirklich, also Biggie war dieses Jahr ein Goldkandidat. Wirklich. Aber auch, wie er geredet hat, zum Beispiel bei der Abschiedsrede ganz am Ende, hat ja jeder der Top 5 Künstler was gesagt. Die Worte von Biggie, bei ihm hatte ich einfach das Gefühl, er weiß nochmal viel mehr das Ganze hier zu schätzen, weil er schon mal bei Icon 3 war und weiß, was abgeht, weißt du? Ich glaube, das habe ich dieses Jahr auch sehr an Biggie geschätzt, ist, dass er weiß was nach Icon 3 alles mit so passiert ist, whatever, braucht man jetzt nicht drüber reden, aber er ist so, ich weiß nicht, man hat es gemerkt einfach. 100%. Ja. Und eine Entwicklung, die er gemacht hat, ist der ist offener geworden. Ja, er hat sich mehr gezeigt. Ja. Safe. Sehr stark. Ich würde ihn auch so gerne nochmal bei Icon. Oha, Bruder! Ich sag dir so, ich weiß, der ist jetzt Top 5, aber keine Ahnung. Ja, komm nochmal, Bruder. Hol nochmal. Aber jetzt mal Real Talk, ne? Was hat man denn zu verlieren? Du zahlst einen Fuffi. Biggie würde nicht mal bezahlen müssen. Ja, so. So. Eigentlich schon, ne? Ich glaube auch, wir müssen irgendwann, die Künstler müssen so einfach über diese Hürde wegkommen. So dieses, hey, ich habe damals abgerissen, ich habe jetzt Angst, so was passiert jetzt mit mir? Die sollten das einfach als einzelnes Ding. Yeah. Betrachte Icon 7 und, oh, by the fucking way, Alter, Preisgeld. Icon 6, behindert. Oh. Oh, by the way, das weiß noch keiner. Nein. Preisgeld, Icon 6, behindert. Hast du? Ich habe richtig kranke Ideen. Ihr werdet sagen... Oh, das war das, was du erzählen wolltest. Also du wolltest ja noch einige Sachen erzählen wegen Icon 6. Du hast ja gesagt, du hast vieles... Nein, ich habe was anderes, das noch viel krasser ist. Was? Was ist noch krasser? Das musst du uns aber erzählen. Preisgeld, Icon 6, ihr werdet die... Alle werden sich angucken und denken, Bro, bist du behindert im Kopf? So, wenn ihr diese Zahl hört, so was ich vorhabe. Ja. Boah, es wird richtig, richtig gottlos. Und diese Künstler werden sich gegenseitig dafür jagen. Gottlos ist ein krasses Wort bei dir. Ja. Das muss dann wirklich... Ja, ich schwöre. So, ich wir reden hier nicht von 5... Ja, so. Weil ich mach sogar mit, So ein Ding ist das. Wow. Ja, so nicht mehr fünfstellig, Bruder. Ey, das heißt an alle Icon 5 Künstler... Aber warte, für eine Person nur, ne? Nicht immer, man splittet das auf alle. Sag nicht zu viel, sag nicht zu viel. Egal. Aber es ist auf jeden Fall, es wird sehr viel Geld zu holen sein. Ja. Und die Sache ist, wenn ein Biggie rumkommt, Bro, warum bist du da? Hol dir deinen Hack, hol dir dein Geld, Bruder. Die Künstler werden sich massig goldene Nasen verdienen. Und die Künstler, die jetzt sagen, ich weiß nicht, mit Icon 6,
die werden es bereuen, wenn die sehen, alleine schon in der ersten Runde, was auf die zukommt und was Preisgeld angeht, die werden sich in die Finger beißen, Bruder. Ja, wenn Bruder, die wissen, safe, dass die nicht einen Teil oder eine Chance haben, wenigstens dieses Geld zu holen. Das wird ein Riesenfaktor. Warte ab, wenn du die Bewerbungsphase startest und sagst, Preisgeld wird sechsstellig. Ja. Oh, nee. Ja. Okay, ich bin legit bereit, so meinen letzten Cent zu geben, um diese Show behindert zu machen. Und genau deswegen wird es erfolgreich, Bruder. Weil er nicht an das Geld denkt, weil er sein Geld investiert. Ja. Scheiß drauf, so. Das, was wir jetzt verdient haben, Preisgeld, könntest du sonst Bruder, gegenseitig. Rein taktisch gesehen. Ein Rapper released in der Regel jährlich ein Album. Ne, so. Mhm. Also jedes Jahr kommt ein Album in der Regel. So. Mhm. Guck mal, bei Icon, das findet auch jährlich statt. Sei doch ein Rapper, der jährlich zu Icon kommt, füll deinen Katalog, ne? Ja. Nur nicht, dass du halt ein Album jedes Jahr bringst, sondern füll deinen Katalog mit Hits und die bezahlen dich doch auch über das restliche Jahr mit. Also, weißt du, was ich meine? Damit verdienst du auch Geld. Ja. Und diese Songs platzen und du wirst noch bekannter. Ja. Das Ding ist, es ist eigentlich nicht beschämend, bei Icon teilzunehmen, sondern im Gegenteil. Du förderst dich einfach nur noch mehr relevanter zu bleiben und du hast dich diese Phase von, ich hab meinen Hype und jetzt geht mein Hype wieder. Ich find's super interessant übrigens zu sehen, stell mal vor jetzt, okay, ja, Biggie hat jetzt mit diesen Künstlern zusammengearbeitet, diese Projekte passiert, aber was für andere Künstler, stell mal vor, vielleicht sind da noch andere Künstler, die ein ganz anderes Level sind, wo Biggie dann nochmal die Chance kriegt, mit denen zu arbeiten. Ja, genau. Ja. Die Kombi macht's aus. Und, so. Und ich finde auch mit Icon anderen ist Künstlern, und ist eine neue Challenge, ist eine neue Herausforderung, es macht Spaß, Alter. Ja. Komm einfach nochmal hin. Man muss das einfach weglegen. Man ist muss egal, weglegen, was passiert. Ja. Und wenn du selbst rausfliegst in der zweiten Runde, scheiß drauf. Ja, ich finde einfach, Icon ist eine Plattform, die ist zum Beispiel wie so, ich komme, zeig nochmal, was ich kann, so, ich zeige euch nochmal geile Tracks, eine Präsentation für alle und baue aber dementsprechend dann nebenbei durch diese Sache mich selber als Künstler. Du hast was davon, wir haben was davon. Also ich würde die Künstler auf jeden Fall gerne nochmal sehen. Safe. Nicht von außen aus wie innen. Ich muss ein bisschen Kritik abgeben. Warum sagt das jeder? Das stimmt doch gar nicht. Ich muss so auf dem Boden schlafen. Ihr schläft doch voll gemütlich. Nein, Bruder, sag denn die Wahrheit. Bruder, du hast doch voll das geile Bett. Na, jetzt bei Dings, wo ich bei Bayer gepennt habe. Na, erzähl doch die erste Nacht, wie du geschlafen hast. Das war doch Baba. Hi. Das kommt doch nicht mal nichts, diese Wedel, ne? Ihr wisst Bescheid. Das ist auf jeden Fall Maschine. Guck mal auf der Tribüne. Guck mal links auf der Tribüne, wie der da wedelt. Wie Dingens der war, Alter. Dieses Grillen kam, glaube ich, ab Top 10 oder so, als wir dann nicht mehr so viele waren. Ja, stimmt. Das war so ein großes Ding, so, hey, ihr habt gut gearbeitet, ihr habt ja ein paar Würstchen. Richtig auch. Aber das war der coolste. Und by the way, den Grill haben wir gestohlen von der Crew-Villa und der ist nie wieder zurückgekommen und den muss ich auch bezahlen. So, weil der Grill einfach dort geblieben ist. Was haben die dafür Bresche für so einen kleinen Pissgrill? Bruder, keine Ahnung, 200 Euro oder sowas. Ach, Digga. Ja, so. 30 Euro beim Baumarkt. Ja, ihr habt mich genudelt, Alter. Einfach wieder ihr. Außer sagen, wir haben den mitgenommen. Mach einfach Recruitment bei Barré. Ja, so. Einfach so. Oh, Mafia. Ist der hässlich, Alter. Ist der hässlich. Ich wusste, der wählt mich. Ich wusste es. Ey, aber macht richtig Spaß. Ich wünsche mir. Ich wünsche mir auch für Icon 6, dass ihr mitmacht, ja? Ja, da ist ganz wichtig, Jungs. Ich schwöre, weil ich habe gemerkt, hätten wir die Jungs allein in der Villa gelassen, das Klimaverhältnis zwischen den Künstlern und zwischen dem Team wäre nicht so gut, ne? Und die hätten sich zu Tode gelangweilt und Scheiße gebaut, oder? Auch rausgegangen. Vielleicht Streit, vielleicht... Ich finde es echt traurig, halt, es ist halt so ein Ding, es muss irgendeiner Chef sein. Irgendeiner muss sagen, ey, guck mal, hier ist die Linie, nicht weiter. So. Mhm. Und ich finde, das ist schwer, wenn du den Künstlern zu nah bist. Das und ist das Ding. Es ist problematisch für mich, mich mit den Künstlern anzufreunden oder mit denen cool zu sein, wenn ich im nächsten Moment denen sagen muss, ey, benehmt euch. So, und dann geht das nicht mehr. Die nehmen das nicht mehr so ernst. Und das ist halt, das ist schade, aber... Ja, es ist cool, aber es ist irgendwie cool und schade. Ja, weil stimmt. du kannst dementsprechend, wie gesagt, du brauchst die Bindung zu setzen darauf. So nach am Ende dann, wenn es zum Akt kommt, ja, mein Freund, was sage ich denn jetzt? Ja, das ist nicht mal so hart, aber das, was Colin sagt, ist viel wichtiger. Ja. Weil wenn du in dem einen Moment mit dem irgendwelche Spielchen spielst und dann an dem anderen Tag macht der Scheiß und du sagst, hör auf damit, meinst du, dann hört der auf damit? So, das halt, das. Deswegen bin ich auch nie dabei bei solchen Sachen. Was ist denn? Was ist das denn? Zeig du mal deinen Schlafplatz. Mein Schlafplatz? Ja. Ah, der ist ja auch mit. Komm mit.
Und wir sind hier. Ich zeig euch meinen Schlafplatz jetzt. Hier lang. Und wir sind hier. Du hast deine Hausaufgaben vergessen. Deine Hausaufgaben. Hey, Mama, bist du's? Baru, komm jetzt. Bare, Bruder. Selbst im Schlaf, Alter! Das ist aber auch. Ja. Wir hätten nichts, Bruder. Er sagt mitten in der Wüste, die nächste Tanke von hier ist 4 Stunden 30 entfernt. Der Philipp ist gestern losgefahren, der ist immer noch offen. Ja, was? Ja, Hammam. Was ist das? Hammam. Ja, was denn? Hammam. Was? Sag doch, Hammam. Ja, was ist das? Warum ja schon das schon? Hammam, was ist das? Was ist das? Aber wisst ihr, was Hammam ist? Türkisches Saunabad. Türkisches Bad, ja. Genau. Wenn ihr mal, wenn ihr irgendwann mal in Türkei sein solltet, macht ihr das safe. Ja? Safe. Ja, Hammam müsst ihr machen. Da wirst du richtig geschrubbt und so. Boah. Und richtig mit Hitze. Aber ich brauch das genau. Kann man das hier machen? Ja, klar. Bei euch? Gibt's auch. Also ich meine jetzt, genau hier. Jetzt hier? Jetzt um die Uhrzeit, jetzt. Ja, so. Im Stream. Ja, so. Ja. Habt ihr Öl? Ein Hammam. So ist er, wenn wir den Teil schon überspringen. Ich küsse dein Herz. Wallah, die kriegst du den Don't let me go. Tschüss. Das ist frisch. Ey, Real Talk, das war doch einer von euch. Nein, ich schwöre, nein. Ohne Witz, nein. Das war keiner vom Team. Da schon. Und das war frisch. Das war keiner, das war vom, keiner Team. Vom Team. Das sah wirklich frisch geschworen. Aus, ja. Ist auf jeden Fall, das ist gruselig. Das ist echt gruselig. Und wir sind das ja überprüfen gegangen. Aha. Am Anfang war es nicht und dann war es bei uns auch wieder frisch. Krank. Ich schwöre. Krank. Worauf alles? Was? Akawi, bester Mann. Du musst doch gucken, wenn irgendwas ist. Hör auf, Walla. Du holst den doch her. Hallo, halt die Fresse. Hey, der hat richtig Schiss gehabt, Akawi. Ey, der war voll sauer, Bruder. Der ist besessen. Der ist besessen, Alter. Geil. Immer denke, das schreit ein verlassenes Gebäude. Aber gut, hast nicht geschrien, gell? Möge Allah subhanahu wa ta'ala nicht recht leiten und alle Fragen hier haben. Bruder, das war todesgruselig, Wallah. Ja, Digga, das ist kein Spaß. Bruder, wer schreibt mit Blut so ein Satz? Ich schwöre, hier war Beschwörung, Alter. Warum passiert das mir immer? Bruder, don't let me go und auf Blutbasis. Wirklich gefährlich. Boah, ich drehe den Schaff voran. Schreib mal die Tür auf, nur Tür! Ey, übrigens, ne? Auf das Lied warten viele. Das ist geil. Auf das Lied warten wirklich viele. Echt? Ja, viele haben gesagt, der soll das mal bringen. Echt? Auf so Spanisch, ja. Richtig cool. Sollen wir Biggie fragen, ob er daraus was macht? Ich schwöre, das ist cool. Das ist echt cool. Ich kann das hier leaken, der hat was in die Richtung schon. Ja? Ja, das kommt demnächst raus. Por favor. Richtig cool. Ach, krass. Ja. Aber auf Deutschland natürlich, ne? Ja, aber richtig cool. Aber macht ihr auch diese Stimme? Nein, das nicht. Boah, der muss einmal mit dieser Stimme einen Song machen. Wo ist der Laden genau? Wo ist der? Lass mal kurz dahin laufen. Wir konnten die Söhne dir sowas verkaufen. Ich mach's. Oh mein Gott, ey. Unmöglich. Wo ist das? Stop. Zerhämmer deine Kühe nur mit Leichenküchern. Leichen. Wow. Wow. Der war aber nah dran, ne? Bruder, das ist kein Schwarz. Das war zu viel. Anik! Hey, oh! Hey. Wow! Was ist da passiert, Alter? Was war das?
Schlägerei war da. Aber wer gegen wen? Wieso? So, einfach Spanier. Fremde. Tschüss. Aber das war doch ein Frau gegen Mann. Ja, ja, war ja auch. Echt? Und die haben sich geschlagen. Frau gegen Mann? Da, Frau. Oder? Boah, Alter. Siehst du, die hat doch ein Kleid an, oder? Die, und der weiß es. Egal, geht nicht so weit darauf ein, wenn du ja, das Twitch, wieder, so. Wir distanzieren uns natürlich von jeglicher Twitch, Gewalt. Twitch, das war Schauspielerei für das Format Icons. Genau. Die haben die bezahlt. Sind bezahlte Schauspieler. Genau. Stuntmänner. So wie alle dahin rennen. Oh mein Gott. Kennt ihr das? Sag bitte ja. Deshalb schenk um mich. Warte, ich zeig euch. Ich hab gedacht, der dreht sich echt gleich um, ist Biggie. Alter! 1:1 Der spanische Biggie! Das war crazy, Bruder! Ey, das ist so lustig! Ich hab mich echt totgelacht, Alter. Ey, die hätte man wirklich einmal nebeneinander stellen müssen. Ja, 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 ja. Ey, und der hatte genau denselben Style auch. Guck ja? mal, ich schwimm mal zurück, guck mal, was er anhatte. So. Hey Biggie, bist du es? Ja, das Pack von Fandi. Ich hab den aus Wien gemacht, der Arme. Jeder kommt schon so, deine Pack von Fandi. Der sagt nicht, fick deine Back von Fanny, der sagt, ich fick deine Back von Fandi. Back von Fandi, du erinnerst mich an die Flüchtlinge in Libanon. Wir sind vom Knast gekommen, wir dachten jetzt Villa, Hayat, mal Hayat. Diese Decken, die riechen nach Fußpilz. Voila, die riechen nach Fußpilz, weil jeder sich hier drauf... Golfplatz! Golfplatte! Was? Was ist eine Golfplatte? Was? Golfplatz! Ey. Golf? Golf? Ja. Wie habt ihr das gemacht? Haben die Musik gehört? Ja, ja, ja. Rock'n'Roll. Ah, okay. Aber wie laut, ist laut? Ganz halt. Voll, oder? Das ist der Geräuschunterdrücker. Ne, die haben nichts gehört, ne? Die haben nichts, nada. Was ist eine Golfplatte? Was? Golfplatz! Golf? Golf ist richtig. Ja? Platz! Golfplatz! Golfplatz! Nee. Einfach nee. Film auf den Shaitan. Der was? Shaitan, dieses Shaitan. Gestern, als wir in diese verlassene Place waren, der hat da geredet mit was. Da kam so. Emre. Emre so. Und das Schlimmste war, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Wir sind in Spanien und da kam eine komische Stimme und die hat uns alle ignoriert. Die hat genau so gesagt. Emre. Aus Geldi. Und dann hat er uns komische Augen bekommen und gesagt, aus Boldo. Was machst du da, Bruder? War die Wahrheit, Cousin. Aber ich habe auch einmal mit dem einfach Spanisch geredet. Skanda, erzähl immer. Dann einfach auf einmal, Bruder, wo wir da drinnen waren, der dreht sich um, der guckt mich richtig an mit so richtig schwarzen Pupillen. Ich hab, also der ganze Augapfel war schwarz, der guckt mich an. Sagt zu mir, por favor, hermano. Was meinst du, Bruder? Was meinst du? Ich komme auf das Teil. Was hast du da, por favor, der muss alle abzusehen, Jorge. Da war der einfach ein Sch. Ja, das habe ich dieses ganze Video gefragt. Und der kann so scheiße labern, den Typ. Der ist so bescheuert, ne? Alter. Ey, yo, wo ist der Grinder? Boah, jetzt ey. Pass auf. Hast du die Szene schon gesehen? Ich weiß nicht. Alter, oh, jetzt pass auf, was jetzt passiert. Guck jetzt. Ich hab meinen Grinder. Sei, wann suchst du den? Hey, gib mir meinen Grinder, Alter. Ich krieg einen Hals, Alter. Jetzt. Hey, yo, wo ist mein Grinder, Alter? Ich krieg schon einen Hals, Alter. Ich weiß gar nicht, mit oh. Mich. Oh. Yo. Ich kann nicht sein, Alter. Der packt den. Boah! Nickel packt der den, ne? So, Bruder. Guck mal, was der für Hände hat, Bruder. Tschüss! Guck mal, Biggie im Hintergrund. Der denkt gleich, der ist tot, Bruder. Guck mal. Guck mal, Biggie, so. Ja. Kritische Situation. Der so, oh fuck, Bruder. Der hat diese Hand oh gesehen, Bruder. Oh mein Gott. Biggie. Der Zuschauer. Wallah, ich will nicht mehr. Ich werde auch nicht ein. Ey. Einfach Mike Tyson Freestyle. Ey. Hast du einfach verstanden? Nix von da. Wenn ein Mensch von 1 bis 1 Milliarde zählt, wie lange braucht er? Boah, 1 bis 1? 3 Stunden. Am Männerkönig, 3 Stunden brauchst du bis zur Tanke. Mit Grazer haben wir einen perfekten Partner gefunden. Oh mein Gott. Ey, das war so cringe, ne? Sag mal, wie oft habt ihr das gedreht? Nein, das ging schnell. Das ging relativ schnell.
Aber das war so irgendwie so voll so auf QVC angelehnt. So, ich hab mich so. Emre, du siehst auch wirklich da aus, als würdest du was verkaufen wollen. So, Bruder, das so Ding ist, uns wurde gesagt, dass wir das so drehen sollen, Bruder. Weißt du, das kommt so voll gestellt, das bin nicht ich, aber Bruder. Guck mal, ja, ich weiß, aber ich habe einfach geredet, als wenn ich ein Schulprojekt hätte. Ja, so. Ich brauche nur drei, bitte gib keine vier so. Aber das war auch das allererste Mal, dass wir so eine Kooperation so mäßig gemacht haben. So, weißt du, was ich meine? Die wir präsentieren müssen. Ich glaube, so, das Ding ist, so muss man einfach sagen, so, ich meine, die sind schon krass. Ich finde es cool, dass die das gemacht haben, yo, so mit uns durchgemacht haben. Und so, die Sachen, die Produkte sind auch gut. Same. Aber so, unangenehme Situation, euch das erste Mal so da reinzustecken schon. Aber egal, haben wir gerne schon gemacht. Aber ihr habt danke gut für gemacht, das Vertrauen. Ja, so. Ja, das Problem ist, kann ja sein, dass mehrere Firmen jetzt das gesehen haben und sagen, ey, warum nicht? So, vielleicht hat denen das ja gefallen, ja, so safe. So. Also wenn Firmen da draußen das sehen, so sieht das gerade aber aus, als würdest du ihn so, weißt, so erklären, worum es geht. Perfekten Laptops ausstattet für die Arbeit, die wir hier bewältigen müssen. Und den nächsten Satz. Ich sag's aber, Wallah, ich fühle mich hier wie bei QVC. Und den nächsten Satz. Ich fühle mich gerade wie bei QVC. Ich schließ mal bitte die Türen. Geht nicht. Was ist ein Wichser? Das fängt jetzt schon an, Bruder. Das fängt gar nicht gut an. Ey, nein. So, was geht ab? Der Strom ist gerade in der kompletten Villa ausgefallen und ich muss jetzt im Dunkeln die Pizza schneiden. Ich hoffe, wir kriegen es dennoch akkurat gelöst, das ganze Problem. Au! Oh. Mach mal wieder das Licht an, oder sonst kriegen wir das Licht akkurat gelöst. Also, wir schneiden die Pizza im Dunkeln. Lass das Licht jetzt an, gell? Weil, guck mal, stell mal vor, du hättest das Licht jetzt ausgemacht und ein Finger gleich bei mir der Licht. Und alles voll Blut. Dann hättest du gesagt, scheiße, Bruder, ich wollte jetzt machen für Kamera. Guck jetzt. Was denn? Ich? Ja. Bruder, ich bereite mich gerade auf ein Fußballturnier vor. Ja, Kenner stellt ab. Was machst du da? Das ist eine Frage. Kenner. Ja. Was machst du da? Wer macht der nach? Asuna. Ja. Ja. Fuck. Wer ist da? Asuna? Ja. Ja. Hey. Hallo, hört mir mal bitte kurz zu. Ja, hallo. Wir haben keinen Bock, dass wir morgen gestresst kriegen, weil die Nachbarn die Kopf oder so rufen, weil es zu laut ist. Einer wohnt unter uns. Jungs, wir haben sich gestern beschwert, weil wir zu laut waren. Die kleinen Blender. Der hatte so einen schweren Job, der Mann. Ey, der tut mir richtig leid. Ne? Der leidet jetzt auch drunter. Und ihr müsst euch vorstellen, dass ein erwachsener, starker, großer Kerl, ey, der war am Ende dieser zwei Wochen so fertig, der so, Colin, ich kann nicht mehr. Durch so, der arme Alter. Ihr habt dem sein Ende. Egal, gemacht. Aber wenn er denn nichts kommt, kommt er mit drei oder vier von denen. Mhm. Ja. Dann hast du mehrere Jos. Yo, yo. Yo! Aber ey, wir waren ja gerade beim Thema Hasuna, ne? Mhm. Und zum Beispiel, der hat ja immer diesen Move gemacht. Aha. Bei Toto. Und ich glaube, das wird ja zum Meme, ja, ne, auf TikTok. Und ich glaube, auch das hat viel dazu beigetragen, dass der Song so viral gegangen ist. Okay. Ja. Aber auch bei Favela dieses, mach mal Platz da, weißt du? Also es gibt ja auch zum Beispiel Künstler, die sich darüber beschwert haben. Aber das ist ja auch zum Meme geworden. Also man sollte nicht alles immer negativ sehen. Weißt du, weil das trägt auch viel dazu bei, dass es viral geht. Ich finde aber auch, Hasuna hat einfach Riesenstärke, Auffälligkeit auf sich zu sehen. Ja, ja, das ist seine größte Stärke. Das ist sein Image. Ja. Er kann's. Er kann's. Er ist intelligenter Move. Verkaufen kann der Typ sich. Ist halt so. Wallah, billah, Leute. Wo machst du meine Latschen? Ich hab meine Latschen noch. Hä? Ich such die ganze Zeit. Nein, hör doch auf. Die hat meine Latschen an. Einmal. Na, ehrlich jetzt, wisst ihr was? Ey, Bruder, du... Wer ist das? Das bleibt so drin. Ja, wer ist das, Bro? Skandal. Wer kann das nur sein? Wer kann das sein? Mit nackter Arsch, Bruder. War ja im Knast auch so. Ey. Ey. Beim Frühstück, wisst ihr noch? Einfach Hose runter. Aber der ist so reingekommen. Ey, Junge, Alter. Wir sind durch. Alle sind am Frühstück und der kommt im Frühstückssaal ohne Hose. Einfach so. Guten Morgen, Leute. Moin, Jungs. Moin. So was war drin. Der alte Typ. Rapunzel! Du hast dein Haar herunter. Dein Haar? Oh! Das ist ein Sklam, Bruder. Oh, weißt du, wer das ist? Das war einfach unser Cutter sogar, ne? Oh,
Oh, der hat den auseinander. Walla, Ivo, bester Mann, Alter. Oh mein Gott, guck mal, sie, kurz seine Seele hat ihn verlassen, als er das gesagt hat. Dein Haar? Oh, ey, oh, das was ist das werden konnte? Bei dem auch total dieser Knopf. Dein Haar? Oh mein Gott. Seine Seele hat den Was, Bruder? Was, Bruder? Der arme Alter. Und dann aber gute Comeback, so, weißt du, aber. Was hast du gerade gesagt? Klären, noch so ein Witz, warte. Aber auch zu ihm muss ich sagen, ne? Stark, also wie gesagt, ich sehe immer noch sehr, auch sehr Potenzial noch in diesem Künstler. Mhm. Und, ja, vielleicht kommt er ja wieder. Weißt du, was so ihm fehlt? Er weiß halt nur noch nicht, wie er sich den Jüngeren verkauft. Ja, genau. Verkauft. Weißt du? Er kann rappen, er kann singen, aber er weiß nicht, wie er sich verkauft. Mhm. Oder marketingtechnisch, mhm, weißt du, an den Mann bringt. So. Bro, was labert der Mann? Yo! Ha? 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 Yo! 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 Yo, wo ist mein Grinder? Yo, wo ist mein Grinder? Ey, wie ist das jetzt zu so einer Meme geworden? Einfach so lustig. Hörst du im Hintergrund Schwerb von unten? Yo! Kenan, du gehst zuerst hoch. Bruder, du musst zuerst hochgehen. Ey, Anna, nicht. Ey, wo hast du denn die Eier gewachsen? Ich höre gerade, du hast mich gerade. Also, will er dich hauen oder sowas? Ja, bestimmt. Guck mal, ich sagte, wenn der dich haut, dann ist noch okay, aber wenn der denn eine Kugel kriegt, ne, dann stehe ich hinter dir. Ja. Den hat er gar nicht gecheckt. Egal, holla. Kennern, Alter. Er hat gar nicht verstanden. Er hat gar nicht verstanden, Bruder. Ey, Junge, Kennern, Alter. Was seid ihr für Schöner, Mann? Conan hat gesagt, er gibt einen Steak auf! Yeah! Ja, was soll jetzt, Alter? Zensieren, bitte. Ja. Was war jetzt mit dem Steak? Was mit dem Steak? Boah! Colin Daum so, kein Steak! Kein Steak, nix! Okay, tschüss, fallen lassen. Dann kein Migun. Kanal! Beso! Kanal was? Kanal! Richtige Flossen, weißt du, Alter. Eine Sache über Azu, ne? Ja. Azu ist auch so ein Künstler. Ich wünschte, dass der sich auch ein bisschen mehr gezeigt hätte, so wer der eigentlich wirklich ist, so von seiner Persönlichkeit. Ja, dass er sich öffnet, ne? Ja. Ja. Also das wünsche ich mir. Ich glaube, damit hat er sich so ein bisschen dieses Jahr so ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Ja. Ich glaube, hätte der einfach ein bisschen mehr so Persönlichkeit gezeigt und so. Der war sehr fokussiert auf Musik und das hat ja auch alles sehr, sehr krass gelöst, ne? Mhm. Aber... Ja, ich glaube, hätte er ein bisschen mehr gezeigt, so, wer der wirklich ist und auch mal ein bisschen so dieses. Sein. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das hätte ihm gut getan. So einfach noch ein bisschen offener. Ja. Papa! Mach meine Arschbombe! Papa-Gelde! Papa-Gelde! Aha, Papa-Gelde? Warte, ich mach ein Statement und danach springst du. Komm, ich spiele da nicht. Weißt du das? Baro! Ich hab keinen Bock mehr! Der macht nicht mehr, der hat aufgegeben! Baro! Baré, Bruder! Emre darf baden gehen! Das schon wieder was kaputt, yeah! So einem Plastikstuhl. Du warst so knapp von diesem Rand. Was ist los, Bruder? Komm mal her, Bruder. Ey, Wallah, ich bin mit. Nein! Wie siehst du den Pack? Ey, der packt wie ein Baby. Wallah, zu mir! Stark! Stark, Junge! Tomate! Tomate! Der ist aber auch. Das ist die Reaktion gewesen, wenn es nach drei Tagen endlich was zu essen gab. Der Infinite ist auch richtiger. Der ist auch der ist guter auch Showmaker. Ja, safe. Auf jeden Fall.
Hat 90 Euro, ist noch nicht mal originale Display, ne? Vater. Ja, dann, Infinite ist so ein Showmaker, manchmal kann ich nicht, manchmal der sagt mir was Ernstes und ich denke, der macht gerade Spaß. Und ich lache dann und der sagt, warum lachst du? Ja. So, weißt du, was ich meine? So, ich kann manchmal nicht unterscheiden, Bruder, ja. Ist das gerade ernst oder nicht, Bruder? Ja, stimmt. Sprechen Sie auch Deutsch? No, no schmecken Sie. Okay, dann no, lecker. No, no schmecken Sie. Genau. Ich hoffe, das hast du 100% übertreib jetzt. Ihr habt einfach einen Horrorfilm gedreht. Übertreib jetzt nicht, Bruder, bitte. Hey, Jungs, Jungs. Kennt ihr diese Ghost Hunters? Ja. Ich hab mir in die Hosen gekackt. Oder guck mal, wo ich sitze. Und wäre ich alleine, ich hätte gesagt, tamam. Aber hinter der Kamera ist Emre. Und daneben ist er der Yassin. Einmal Koffer rum. Ich weiß nicht, was das hier sein soll, Bruder. Kondition bei Icon. Oder reicht langsam, Bruder, Mann. Hey! Was machen? Was jetzt? Egal, wir stehen da drüber. Wir sind Brüder. Bruder, ich hab nur die Wörter gekannt. Nein! Okay, dann erklär mir nur, was ist Lichtverkehr? Lichtferner. Ich hab Lichtferner gesagt. Was ist das? Im Auto? Ah, Lichtferner im Auto? Also, ja. Diese eine. Oh, Legende! Ja, ja, Lichtferner. Lichtferner, okay. Hast ja, du, ja, ich ja. Hab, das heißt Fernlicht. Oh mein Gott. Mach doch mal Lichtferner! Bruder, Skandal ist die Q1000, Kenner 0 einfach. Ja, Walla. Ich bin voll der Alien, ich bin voll der Wuss. Ey, Bros, was ist ein Whistle? Whistle ist so Nichtsnutz. Nichtsnutz, so. Dreck. So. Ich hab das so oft gehört, Alter. Wer hat das eigentlich reingebracht? Rascha oder? Rascha. Rascha, ne? Rascha hat das gesagt. Das ist sein Wort von Eike. Ja, der hat Whistle gesagt und Wiesig. Welche Sprache ist Türkisch? Wiesig? Arabisch. Das ist Arabisch. Arabisch, okay. Wiesig, das ist halt das gleiche wie Whistle, nur halt diese süße Version so. Du Wiesig. Du mit Lichtferner! Boah, mein Gott! Lichtferner! Wie schlecht! Ey, hier, hey, ey, Jungs! Jungs, das ist aber das ist doch. Jungs, war das Schnitt? Ja, Leute, ihr müsst bei sowas immer chillen, Dicker. Warum schiebt ihr euch so Filme? Walla, das ist zwar echt krass. Keine Ahnung, was das für eine Don't let me go. Guck mal, ich sag dir ehrlich, so Walla, es ist echt aber krass. Gel canım benim, gel biraz bir süt. Çık, 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 çık. Gel canım benim. Gel, hoş geldin, hoş geldin. Der Infinite hat mich aufmerksam auf eine Sache gemacht. Bruder, das ist der Highlight. Oh mein Gott, Colin, jetzt gucken. Und dann können wir halt gucken. Also, ah, wer hat das gegessen? Guck mal, das sind eingepackte Spiegeleier. Wow. Die sind alle gleich rund. Wow. Die sind alle genau das gleiche Maße. Und jetzt kommen wir einfach haltbar bis Februar 2020. Was haben die mit diesen Eiern gemacht? Es war 2023 zu dem Zeitpunkt. Und alle perfekt rund, ne? Gleiche Größe. Bruder, das sind so Weltraumeier, Bruder, die du mitnimmst. Ja! Ja! Ich schwöre ja! Bro, what the fuck? Wie kriegt man Eier so lange halt? Chemie, Chemie, nicht, Chemie. Ja. Chemie muss, Bruder. Mm, muss mit Chemie. Ist nicht gesund. Scheiße. It is what it is. Das heißt, dieser Huhn wird vier Tage in den Arsch. Das wurde 4 Tage in den Arsch gegeben. Was haben die gesagt? Aber so beste der hat so getan, als ob der gestern die Eier legen würde. So, ab heute, ja, die werden noch ein Jahr haltbar. Ja, so. Die werden jetzt noch ein Jahr haltbar. Digga, what the fuck? Ja. Die kommt mit. Ja. Oi. Oi? K? Oi? Das ist Olga. Oika! Olga. K. Oma. Oika? Bo, Oika, Gugini, Oma. Was? Was war das für eine Verschwörung, Bruder? Oh, Mann. Warte, der nickt ja mehr auf den Kopf als ich. Als wir angekommen sind, war der noch normal. Warte, Musik ist aus, der nickt trotzdem.
Aber das ist ja interessant, eigentlich so zu zeigen, wo der fühlt das richtig, ne? Das ist richtig krass, so auch außerhalb von der Kamera, so der ist einfach am Fühlen, am Viben. Ja, der liebt die Musik wirklich, das ist Leidenschaft. Ja, das stimmt. Krank, Bruder! Vorbereitung, da wussten die schon. Der Sound gehört eine Frau. Doch, dass er es mit Männern hat, das weiß ich ganz genau. Ja, das ist hier die Wahrheit. Und während ich Bass schreibe, sorge ich für Klarheit. Yeah. Da soll man so einen Song bringen. Ich hab nen gelutscht. Oh, wie schön der ist. Lass mal weg, ja, der ist wunderschön. Hui! Also. Hä? Alkohol hat euch noch was zu sagen. Oh, Community hat euch noch was zu sagen. Okay. Eva, M und BZ, mein Herzen, ich liebe euch, ich bin Sarah übrigens. Und ich wollte euch einfach mal sagen, ich liebe euer Streams, euch einfach, weil ihr seid einfach die Besten. Und wenn man einmal einen schlechten Tag hat... wie süß ist das denn, süß, Digga? Süß, das ist doch zuckersüß. Ey, wer kam denn auf die Idee? Richtig cool. Ey, danke schön. Wallah, das ist richtig süß. Das freut mich gerade übertrieben. Es ist voll schön, mein Gesicht so zu den Zuschauern und Fans zu bringen. Ey, vielen, vielen Dank für diese Einsendung und die Idee, Bruder. Das erfüllt uns gerade alle, Bruder. Ja, voll. Ist übrigens Mod bei uns. Was geht ab, Secha? Vielen Dank für deine Einsendung. Boah, danke schön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, das überwältigt mich gerade einfach. Ja, voll süß. Sehr stark, sehr, sehr stark. Übertrieben süß. Ja. Lasst einmal eure Videos angucken und man ist wieder besser gelaunt. Also wirklich, ich schätze es persönlich richtig wert, wie sehr ihr euch einfach Mühe gibt, so viel Content zu machen. Und das ist halt wirklich das Beste von allen. Und man merkt das nur bei euch. Liebe Hey, Emre Beetz und das ganze Icon5-Team. Ich wollte euch sagen, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, eure Videos mit den neuen Künstlern zu schauen. Ich wollte mich auch sehr viel an Emre bedanken, dass er meine Fanpage bemerkt hat. Ich bin diese Tage sehr emotional, als ich erfahren habe, dass es diesen Sonntag um 20 Uhr die letzte Folge von Icon5-Team kommt. Ey, Mama, stopp! Ich will wissen, welche Fanpage du hast. Falls du hier drinnen bist, dann sag's mir, schreib's in die YouTube-Kommentare, wie auch immer. Bro, ich werd auf jeden Fall noch extra Werbung für dich machen. Ich werde es in meine Story tun. Ich küsse dein Herz. Aber wie süß, ja. Wie süß. Das ist echt, das ist so das erste Mal auch wirklich so, dass Zuschauer so... Das ist das Schönste, was du haben kannst. Das ist das Schönste von allem. Das ist das Schönste. Das ist krass einfach. Ja. Da sieht man, was man geschafft hat, ne? Und auch, was das für einen Impact hat, so diese ganzen Sachen, weißt du? Das, ich meine, das ist wirklich ein großer Teil von dem Leben von Leuten. So. Und guck mal, was sie sagt. Sie war extrem traurig, als sie erfahren hat, dass Icon zu Ende geht und so. Ja. Wie krass einfach ich. Crazy. Ich küsse ihr Herz. Ich hoffe, es werden ein paar Künstler von Icon 5 auch zu Icon kommen. Ja, komm. Und Biggie. Ich danke euch wirklich für alles. Liebe Grüße, Lilian, Emro-Fanpage. Aha! Folgt ihr! Ich wünsche euch erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und danke für 2023. Ihr habt mit Icon 5 Rekorde gebrochen. Ihr habt alles auseinandergenommen. Und ich hoffe, Allen, wir alle! Hallo, ich bin Safi, ich wurde gezwungen, das Video zu machen. Ich möchte mich bei euch allen bedanken. Ihr seid so tolle Menschen. Emre, BZ, Colin, Sandro. Ich wünsche euch das Beste im Leben. Glaubt immer an eure Ziele, wir stehen immer hinter euch. Habibi. Hallo, BZ. Ey, wie süß ist das denn? Wie so eine Armee. Wirklich krass. Das ist... Ihr seid die Süßesten, ich schwöre auf alles, ihr seid die Besten. Bruder, das erfüllt mich gerade zu sehr, Bruder. Krass. Emre, ich bedanke mich für die ganze Zeit mit euch, für die ganz tollen Videos, die ihr gebracht habt, die ganzen Reactions, auch mit den ganzen Icon-Künstlern zusammen, die ganzen Videos. Ich hoffe auf weitere tolle Videos von euch beiden und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mein Bruder! Mein Name ist Nastja, ich bedanke mich bei euch allen für das Format Icon. Emre, BZ, ich liebe euch von ganzem Herzen. Ich danke euch für alles, nur Liebe an euch. Aber trotzdem enttäuscht euch, dass ihr Ader wäre und danach noch... Hey! Ich hab gesagt, von Colin! Ich wollte mich für dieses tolle Jahr bedanken. Sei es wegen Icon 5, den geilen Videos auf eurem Kanal, die ich selber erst dieses Jahr entdeckt habe, oder den unterhaltsamen und lustigen Streams. Ich hoffe, ihr werdet mich auch nächstes Jahr begleiten, sei es mit Icon 6 oder weiterhin mit eurem Content. Ich hoffe, du begleitest uns, mein Bruder! Genau so! Boah,
Alter. Ich hoffe, du bist bei uns, mein Bruder. Boah, ich hab echt Gänsehaut, ja, ne? Ehrlich, krass. Bruder! Walla! Was habt ihr gemacht? Was ist das denn für eine schöne Idee, Bruder? Ehrlich. Ich schwöre. Haben die das heimlich? Wie habt Ivo und Sandro haben das vorbereitet im Discord das, wahrscheinlich. Deswegen durften wir das auch nicht vorher sehen. Voll süß. Oh, aber guck mal, Bruder, du hast Tränen in den Augen. Walla, krass. Ich auch, ja, Bruder. Ich auch gleich. Ich könnte auch weinen, Bruder. Das ist echt krass. Und am Schluss habe ich noch eine kurze Frage. Wer in? Mein Bruder! Was geht? Der ist in den Streams aktiv, heißt und, das. Und ja, ihr habt dieses Jahr auf jeden Fall absolut YouTube zerrissen. Einfach 200.000 auf BZ-Kanal, 50.000 auf BZ-Bus-Kanal. Was geht ab? Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr nächstes Jahr noch mehr zerreißen werdet. Und ja, ihr zaubert so, so vielen Menschen jeden Tag ein Lächeln mit euren Videos, mit den Streams ins Gesicht. Und ich bin sehr, 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 sehr stolz darauf zu sagen können, dass ich ein Teil von eurer Community bin, war das Deutsch, keine Ahnung, deswegen da. Nein, ihr seid einfach lustig, ihr seid sympathisch und was ich am meisten an euch liebe, ist, dass ihr einfach bodenständig seid, also ihr vergesst nicht, wo ihr kommt und das schätze ich sehr an euch. Ich hab euch lieb. Aber Clarissa. Warte! Yo. Krass. Das war Clarissa! Ja? Ich wusste gar nicht, wie sie aussieht tatsächlich. Wieso? Clarissa? Die führt eine Fanpage von mir. Wow, Clarissa! Walla, du bist die Beste, Alter! Ich bin völlig überwältigt davon, ne? Das ist krass. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Ja, das ist krass, Alter. So, einfach das erste Mal so, man tut richtig Gesichter zu diesen weißen Zahlen. Weißt du, man sieht sonst nur Likes oder Kommentare, aber jetzt so einmal zu sehen, du berührst wirklich Menschenleben, ist schon stark, Alter. Das ist schon crazy, ehrlich. Andere BZ, einen guten Rutsch, naja. Das hat ja gar keinen Bock. Da wurde er richtig gezwungen. Hast du auch vor Schule gemacht oder was? Hast du dir Geld gegeben, damit du das machst? Zwischendurch sind auch bezahlte Leute drin. Spektakulär. Emotion geprägt. Und auch lustig mit euch. Also die Streams mit Emre und Biggie auf jeden Fall. Und natürlich auch Skandal. Manche Sachen auch schockierend. So wie das Ende von Icon 5. Ich hoffe, ihr macht weiter so im neuen Jahr, 2024. Ich hoffe, ihr zieht weiter durch mit YouTube-Videos, so wie natürlich auch mit den Streams und feiert nicht so doll im neuen Jahr rein. Oh mein Alter, Bruder! Hey! Ich hab meine Wohnung kaputt gemacht. Egal. Egal. Riech hässlich aus. Nein, du bist nicht. Was geht ab? Mein Name ist Ishan Skandar und ich muss jetzt ein paar Wörter an BZ und Emre ausrichten. Was kann man sagen? Dankeschön für eure Mühe und Zeit, die ihr investiert, extra für uns. Also sei es jetzt die YouTube-Videos jeden Tag, die Twitch-Streams jeden Tag. Zwar ein bisschen mit Verspätung, aber die sind trotzdem. Chill mal! Was ändert sich nicht? Damals spricht Emre, du weißt selber, jeden Tag bis 8 Uhr Show, go. Halt einfach generell für eure Zeit, die ihr halt immer für uns investiert, für die tagtägliche Unterhaltung. Die ist drin, Isabel. Ja, ja, Isabel ist hier drin. Isabel ist sogar hier, klar. Habibi Isabel, walla. Du bist genauso hell wie das Licht. Also, auf, das war voll. Ich, eine gut. Sache so, sag nicht so, boah, sehe ich hässlich auch nicht aus Witz so. Ne? Ich schwöre, sagt sie das niemals auch nicht aus Witz so zu euch selber so. Menschen sind nicht hässlich, ihr macht euch hässlich, das wenn ist dann. Das. Krassesten YouTuber, die krassesten Brüder auf YouTube. Bleibt wie ihr seid, bleibt stabil, bleibt gesund und. Habibi. Tschüss, ja, das war's. Krass. Danke. Wow. Wow. Crazy. Wow. Hammer Video. Sehr geil gemacht. Wirklich sehr, sehr geil. Ein unglaublicher Abschluss zum neuen Jahr. Ey, das auch nochmal dir. Riesen Dankeschön, Bruder. Ne? Für alles. Krass, ja. Und dir auch nochmal das riesen Dank für alles, mein Bruder. Auf das nächste. Und vielen Dank an jeden Einzelnen. Der auf das nächste, Junge. Ja, wir umarmen uns eh nie. Auf das nächste. Ja. Auf das nächste. Und Icon 6. Wow, ey, das Ende war ja crazy. Das hat mich komplett mitgenommen, Leute. Dankeschön. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Wow. Das ist auch das ist für mich die wichtigsten Momente sind diese. Ja, wirklich, das war einer der schönsten Momente gerade auf YouTube. Ja. So. Habt ihr die sogar schon mal gekriegt? So? Nee, noch nie. Noch nie, noch nie. Und guck mal, das waren jetzt vielleicht 10 oder so, ne? Ja. Oder sagen wir 5. Ja. Aber diese 5, ne?
selbst wenn diese fünf nur hinter mir stehen würden, ich wäre glücklich. Ja. Weißt du, können mich Zehntausende hassen, wenn diese fünf hinter mich denn solche Worte sagen. Das erfüllt mich. Ich schwöre. Vielen, vielen Dank, Alter. Boah, wirklich vielen Dank. Das hat uns gerade richtig glücklich gemacht. Da waren noch mehr, die ein Video gesendet haben, habe die aber leider noch nicht mehr gesehen. Oh, egal. Aber trotzdem, danke an alle, die es vielleicht auch nicht geschafft haben. Selbst wenn ihr nur einen Kommentar verfasst. Ja. So. Selbst ein Like, selbst ein Aufruf. Wir bedanken uns für und alles. Ich finde auch nochmal so an der Stelle, so unsere Community ist uns schon echt wichtig. So. Ja. Und das hat auch einen echten Impact so auf uns und auf unsere persönlichen Leben. Und wir lesen die Kommentare, Bruder. Wir sind keine Roboter, so, weißt du? Es ist halt echt nice, zu diese Leute zu sehen, die uns supporten. Es halt bedeutet uns genauso viel, wie wenn ihr Videos von uns seht oder von den Jungs hier, weißt du? Wow, Bruder, ey, das ändert, ne? Ich habe keine Worte dafür, Alter. Wir lieben euch, wir lieben euch. Genauso wie ihr uns liebt, lieben wir euch umso doppelt. Deswegen sollten wir auch mal eine Icon oder generell eine Fan-Treffen machen. Ja, das ist eine gute Idee. Zusammen. Weißt du, was ich meine? Weil dich sieht man ja auch fast. Ja, Bruder. Das ist ja echt eine gute Idee. AFK. Das Ding ist, ich glaube, wenn man sowas macht, dann muss man sowas auch polizeilich oder so genehmigen, oder? Muss man sich da nicht irgendwie eine Genehmigung holen? Kommt drauf an, wie viele kommen. Ich kann, ich sag euch gleich. Soll ich sagen? Ich weiß ja nicht, was du sagen willst. Egal. Das hat schon mal ein Influencer gemacht, ohne Anmelden. Dann hat der einen Zeitungsartikel, hat der blaue Haken bekommen. Das war nee. Nächste Woche Fan-Treffen! Düsseldorf, Dortmund, Köln, München und Bangladesch. Oh, stimmt. Ey, ihr zwei macht das Outro. Ja. Entschau, Bruder. Yo, ey, yo. Yo, Leute, danke fürs Zuschauen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch nochmal für ein unglaubliches Jahr. Auch bei den Zuschauern da draußen bedanke ich mich für ein wundervolles Jahr. Und warte mal, wie geht das nochmal? Liken, teilen, abonnieren. Liken, teilen, abonnieren und Glocke aktivieren. Aber da, du hast so einen Spruch, Bruder, wo die Videos immer fresh sind. Das ist das Intro. Okay. Das ist das Intro. Tschüss, Leute. Das Intro. Ein Outro, Mann. Das Outro. Ich hab's versucht. Von mir auch nochmal lieben Dank an alle für dieses spektakuläre Jahr mit euch zusammen. Und ich werde euch versprechen, ich werde weiterhin nicht mit meinem Kopf nicken. Aber macht die Jungs, unterstützt sie weiter. Weil wir sind echt uns ans Herz gewachsen. Tolles Team und wir werden dieses Jahr alles dafür geben. Ich bedanke mich im Namen von uns beiden. Wenn ihr uns supportet, dann supportet ihr auch Icon. Ja. Und andersrum genauso. Wir wachsen und fallen zusammen, wir stehen zusammen. Ja. Und wir bedanken uns im Namen vom ganzen Team für alle Streams, für jede Unterstützung, für jeden Aufruf, für jeden Edit. Wir lieben euch. Wir sehen uns im Jahr 2024 und sind ready, mit Icon 6 noch mehr zu rasieren. Ja, Mann. Wow, Bro, das hat mich voll emotional gemacht, ja.